Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung zum zweiten Teil unserer heutigen Umweltausschusssitzung. Ich begrüße auch Mitglieder anderer Ausschüsse. Ich sehe Mitglieder des Verkehrsausschusses. Herzlich willkommen. Ich begrüße die Frau Staatssekretärin Schwarze-Lürr-Sutter für das Bundesumweltministerium und vor allem natürlich jetzt unsere Sachverständigen, nämlich Herrn Prof. Dr. Hans-Christian Pflug von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Herrn Heinrich Diesmann von Rheinmetall Automotive oder Automotive AG, ich weiß nicht, wie sich das ausspricht, zweite Variante, ja, Frank Iwa von der IG Metall, Dr. Peter Mock von International Council on Clean Transportation, Philipp Kluschke vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, Herrn Prof. Dr. Horst Joachim Lüdecke, Dr. Götz Reichert vom Zentrum für Europäische Politik, Herrn Daniel Rieger vom Naturschutzbund Deutschland und Herrn Steff Cornelis von Transport and Environment. Und ich begrüße ganz herzlich die Gäste auf der Tribüne. Vorab ein paar Hinweise. Fotografieren, Filmen und auch Mitschnitte sind nicht erlaubt. Das ist der akkreditierten Presse und Personen mit besonderer Erlaubnis vorbehalten. Es gibt eine Fernsehübertragung auf Kanal 2 im Internet, live also. Wir wollen ein Wortprotokoll anfertigen. Gibt es dazu irgendwelchen Widerspruch? Das sehe ich nicht. Dann haben wir das so beschlossen. Und der Ablauf, den ich euch jetzt kurz, Ihnen jetzt kurz vorstelle, wird sich so darstellen. Alle Sachverständigen haben zu Beginn ein dreiminütiges Statement. Wir sind uns bewusst, dass das kurz ist und ambitioniert für die Fragestellung. Aber die Masse der eingeladenen Sachverständigen, wir wollen ja ein breites Bild haben, verlangt das von uns. Und aus leidvoller Erfahrung kann ich Ihnen sagen, es ist schwierig, aber man schafft es in 3 Minuten. Wir Politikerinnen kennen das aus dem Bundestag. Wenn Sie Ihr Statement vorgetragen haben, gehen wir in die Frage- und Antwortrunden, die sich so darstellen, dass die Abgeordneten Fragen an Sie stellen und für Frage und Antwort inklusive jeweils ein Zeitbudget von 5 Minuten besteht. Das heißt, der Abgeordnete hat in der Hand, wie viel Zeit zum Antworten bleibt. Und da man interessiert ist an den Antworten, gehe ich davon aus, dass die Abgeordneten sich in der Frage kurz halten. So, damit kommen wir in die Inhalte. Wir bereden heute den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge. Wir wissen ja, dass der Straßengüterverkehr einen hohen und leider auch wachsenden CO2-Emissionsanteil am Verkehr hat. Und die schweren Nutzfahrzeuge haben dabei auch den Löwenanteil. Das heißt, der Lkw ist das große Sorgenkind des Klimaschutzes im Verkehrssektor. Und der Verkehrssektor ist wiederum unser Sorgenkind insgesamt in der Frage, wie stellen wir Klimaschutz her. Mit nur 5% Anteil in der europäischen Fahrzeugflotte emittiert der Lkw rund 1/3 der CO2-Emissionen im Verkehrssektor. Die EU, das heißt die Kommission und der Rat, haben nun Vorschläge gemacht, bis 2025 diese Emissionen um 15% zu reduzieren, bis 2030 um 30%. Das Europäische Parlament hatte den Alternativvorschlag 20% bis 2025 und mindestens 35% bis 2030. Gestern kam es zu einer Einigung. Das heißt, Rat und Kommission haben sich durchgesetzt und der Vorschlag lautet jetzt -15% bis 2025, also immer gegenüber 2019 heute und -30% bis 2030. Das sind also deutlich schwächere Vorgaben als bei Pkw, wo wir ja die Vorgabe haben 37,5% bis 2030. Auch Deutschland hat durchaus stärkere Einsparungen blockiert. Das beklagt zum Beispiel der EU-Berichterstatter Bas Eickhout. Paris verlangt, so rechnen manche, -50% bis 2030 für neue Pkw und schwere Nutzfahrzeuge. Autohersteller auf der anderen Seite finden die neuen Emissionsnormen zu streng. Sind Vorschläge vom Rat und Parlament also zu viel für die Industrie oder zu wenig für den Klimaschutz oder vielleicht sogar beides gleichzeitig? Und wie wollen wir damit umgehen? Dazu hören wir jetzt als erstes die Statements unserer Sachverständigen und wir beginnen mit Herrn Prof. Dr. Hans-Christian Pflug. Bitte schön, Sie haben das Wort für 3 Minuten.
Mit Mikrofon, bitte. Ja, danke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, dass Sie mir das Wort gegeben haben. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Kurz, Sie haben es ja schon angesprochen, vorgestern hat man sich Gott sei Dank geeinigt auf zunächst mal ein Ziel. In einem jahrelangen Prozess, der dort gelaufen ist, hat man zumindest mal einen Punkt setzen können. Zu begrüßen ist auf alle Fälle, was hinter dem Vorschlag steht, was in den Emissionsnormen letztlich jetzt festgelegt wird für schwere Nutzfahrzeuge, dass man den ganzheitlichen Fahrzeugansatz gefunden hat und gesucht hat und nicht auf Komponentenstandards sich fixiert hat, weil bei Komponentenstandards hätte man viel Potenzial verspielt, weil durch intelligente Verknüpfung von Funktionalitäten im Gesamtfahrzeug kann man halt besser optimieren. Richtigerweise hat man auch einen Simulationsansatz gewählt für die Bestimmung eines einzelnen Fahrzeug-CO2-Wertes. Aufgrund der sehr komplexen Fahrzeugwelt im Nutzfahrzeugbereich ist es die einzig vernünftige Lösung, die das letztendlich zur Folge hat. Diese Einzelfahrzeugwerte führen zu Flottenwerten. Und da muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Insofern, diese Flottenwerte werden ja aus den Einzelfahrzeugwerten gewichtet mit Fahrzeugzuladungen plus Fahrleistungen. Und dieser Gesamtflottenwert, der sehr, sehr aufwendig letztendlich für einen Hersteller errechnet wird, führt oder soll dazu führen, dass man möglichst realitätsnahe Werte für den einzelnen Fahrzeughersteller ermittelt. Aber man muss ganz klar sagen, in diesem ersten Schritt hat man nur 4 Fahrzeugklassen berücksichtigt. Und zwar die schweren Fahrzeuge über 16 Tonnen, zweiachsige, dreiachsige Fahrzeuge, Sattelzugmaschinen und entsprechende Fahrgestelle. Der Ansatz ist insofern unvollständig, wenn wir hier von Nutzfahrzeugen sprechen, von der gesamten Palette sprechen. Wir haben keine Aufbauten in die Zertifizierung gebracht, es sind keine Anhängerfahrzeuge in der Zertifizierung drin, sondern die reine Sattelzugmaschine und das reine Fahrgestell des Fahrzeuges. Diese Fahrzeuge, die jetzt ausgewählt worden sind, verursachen zwar 65-70% des CO2-Ausstoßes. Damit hat man schon die richtige Fahrzeuggruppe zunächst mal fokussiert. Aber die anderen Fahrzeuggruppen, die noch ausstehen, haben natürlich auch noch Potenzial, gerade wenn ich an Fahrzeuge, kleinere Fahrzeuge im Verteilerverkehr denke und an neue Technologien wie beispielsweise die Elektrofahrzeuge. Wenn wir auf der anderen Seite natürlich sagen, für einen ersten Ansatz sind das die richtigen Fahrzeuge, weil das sind die High-End-Fahrzeuge vom Preis und von der Technologie her und die fahren die höchsten Kilometerleistungen. Damit können Sie natürlich Technologien in diese Fahrzeuge reinbringen, die aufgrund der Kilometerleistung sich natürlich gut amortisieren lassen, solange man bei diesen Techniken bleibt. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir auf diese 15% kommen, die Sie eben schon angesprochen haben, als Zielwert für 2025, muss man ganz klar sagen, mit den konventionellen Möglichkeiten der Fahrzeugoptimierung wird man aus meiner Sicht diese Werte nicht schaffen. Man wird auf neue Technologien umsteigen müssen, zumindest Ansätze damit reinbringen, dass man diese 5% bekommt. Weil aus meiner Sicht das Thema Elektromobilität viel zu schwach bewertet wurde am Ende, um dieser Technologie wirklich den richtigen Vorschub zu geben. Auf der anderen Seite, wenn man diese neuen Technologien braucht und einsetzt, wird ohne Staatsunterstützung oder ohne die Unterstützung des Gesetzgebers auch nichts laufen, weil es der Fahrzeughersteller ist die eine Seite, der Kunde die andere Seite, der ja die neuen Produkte annehmen muss und sie zum Einsatz bringen muss. Und das ist, wie die Vergangenheit zeigt, bei Nutzfahrzeugen eine der größten Hürden, aufgrund der Tatsache, dass sehr, sehr viele kleine Unternehmen da sind, die mit den Einstandspreisen am Ende Probleme haben. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass der Gesamtansatz genau der richtige ist für das einzelne Fahrzeug. Aber Straßengüterverkehr besteht mehr als nur aus einzelnen Fahrzeugen, sondern wir müssen uns den Gesamtstraßengüterverkehr angucken, den schweren Güterverkehr. Und dann müssen wir uns die Gesamtheit der Flotte angucken, weil da stecken Optimierungspotenziale. Wir haben beispielsweise keinen Ansatz im Augenblick, wie wir das Thema Fahrerschulung, das ja sehr, sehr viel zur Kraftstoffreduktion beitragen kann, da reinbringen. Es gibt keine Ansätze, wie man die Straßeninfrastruktur, auf denen sich diese Fahrzeuge ja bewegen, als Beitrag mit dazu ansetzen kann. Logistische Abläufe. Herr Professor Pflug, dürfte ich Sie bitten, weitere Punkte vielleicht in die Frage zu schieben? Die logistischen Abläufe müssen berechtigt werden. Und alles, wenn wir diesen ganzheitlichen Prozess uns anschauen, dann können wir vielleicht das erreichen, was angestrebt wird.
Dankeschön. Alles Weitere, glaube ich, kommen wir gleich. Ich habe ein Versäumnis nachzuholen. Ich habe Sie nicht darauf hingewiesen, dass über Ihnen eine große Uhr abläuft, an der Sie sich ein bisschen orientieren können, wann die 3 Minuten sich dem Ende nähern. Ich weiß, es sind kurz, diese 3 Minuten. So, Sie müssen noch Ihr Mikro ausmachen, bitte. Und jetzt hat Herr Diesmann das Wort. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete und auch sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte feststellen, Europa ist einer der wichtigsten Leitmärkte im Bereich Nutzfahrzeug, Transportverkehr, aber auch von der Herstellerseite und insbesondere, glaube ich, auch technologisch einer Sie müssen näher ans Mikro gehen, einer sonst der wichtigsten kann man das hier nicht verstehen. Leitmärkte in der Welt. Und bezüglich des heutigen Themas, zum Thema CO2-Regulierung für Nutzfahrzeuge, möchte ich feststellen, dass das ähnlich wie bei den Pkw-Fahrzeugen wirklich auch eine sinnvolle Regelung ist. Ich möchte allerdings dem hinzufügen, dass doch mit der Maßgabe vielleicht ein jetzt für meine Belange sehr, sehr anspruchsvolles Ziel definiert worden ist, was wir technologisch so schnell aus meiner Perspektive nicht greifen werden können. Ich halte die Regulierung insbesondere auch deshalb für positiv. Wir reden hier über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, aber es hat ja auch noch eine Komponente, die in Richtung Emittierung von tatsächlichen Schadstoffen aus der Verbrennung einen Hebel hat, weil unverbrannter oder nicht genutzter Kraftstoff ist auf der Seite durchaus auch positiv zu werten, weil wir haben nun mal auch andere Schadstoffe, die emittiert werden, wenn wir die auch teilweise sehr gut im Griff haben über Abgasnachbehandlungsmaßnahmen. Die Regelung ist aus meiner, aus unserer Perspektive, aus der Industrieperspektive allerdings im Gegensatz zur Pkw-Thematik. Ich hatte eben von einer entsprechenden Maßgabe schon gesprochen, allerdings sehr weit nach vorne getragen, denn der Nutzfahrzeugbereich unterliegt seit Jahren schon einem extremen Wettbewerb auf der Straße, insbesondere im Hinblick auf Total Cost of Ownership für den Betreiber. Und wenn man in die Antriebskonzepte heute hineinschaut, dann findet man dort Effizienzwerte oder thermodynamische Effizienzen, die durchaus weit besser sind als das, was wir heute im Pkw-Bereich vorfinden. Und insofern halte ich die Maßgaben für wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Das habe ich schon bemerkt. Ich glaube, dass die technologischen Möglichkeiten an den Fahrzeugen nicht nur motorisch, antriebsstrangmäßig, sondern, da pflichte ich meinem Vorredner absolut bei, auch konzeptionell in die Fahrwiderstandslinie des Fahrzeugs eingreifen müssen. Sprich, wir werden auch Aerodynamikmaßnahmen und völlig andere Fahrzeugkonzepte vielleicht auch vom Antrieb sehen. Und ich denke auch, dass wir im Transportverkehr, wenn wir diese Zielvorgaben einhalten wollen, wirklich auch konzeptionelle Anpassungen sehen werden oder sehen müssen. Wo ich vorwarnen möchte, ist auch ähnlich wie im Pkw-Bereich, das ist völliges Neuland jetzt, die Bemessungsgrundlage für Nutzfahrzeuge, dass man an der Stelle wirklich auch sehr sauber aufsetzt, denn da haben wir keine Historie und ich glaube, das Risiko, wirklich eine extrem scharfe Rahmenbedingung jetzt zu schaffen, ist damit gegeben. Ich möchte abschließen mit einer Frage, die ich mir stelle, die ich aber am Ende des Tages auch dem ganzen Plenum stelle. Wer soll das bezahlen? Wir haben natürlich in 10 Jahren bis 2030 Technologien verfügbar, die in Summe das vielleicht alles realisieren erlauben. Aber am Ende des Tages ist das auch eine Frage, die ökonomisch betrachtet werden muss. Und ich glaube, da ist ein sehr großes Fragezeichen hinter. Vielen Dank. Dankeschön. Das nächste Statement hat Herr Iwer für die IG Metall, bitte. Wenn Sie nicht ausschalten, kann ich nicht einschalten. Ja, vielen Dank für die Einladung an uns als IG Metall. Wir produzieren ja diese Fahrzeuge nicht, aber unsere Kollegen sind in den Werken daran vielfältig beteiligt. Wir haben hier in Deutschland ein nahezu einzigartiges Industriecluster rund um das Thema der Entwicklung und der Produktion dieser Nutzfahrzeuge inklusive der Schlüsselkomponenten, gerade was Motoren, Getriebe und andere Teile angeht.
und allein 35.000 Kollegen arbeiten im Bereich Aufbauten, Anhänger, Trailer und so weiter. Also das ist ein Cluster, was uns natürlich am Herzen liegt, was, glaube ich, auch volkswirtschaftlich nicht unbedeutend ist. Wir haben uns immer für diese Regulation ausgesprochen, weil man sieht nun, dass die einprozentige CO2-Minderung, die im historischen Schnitt pro Jahr erreicht wurde, nicht hinreichend ist, um klimapolitisch ausreichende Größenordnung zu erreichen. Da ist nun mal das Mittel der Wahl eine Regulierung, die stabile Rahmenbedingungen für alle Beteiligten setzt. Wir glauben, dass die Größenordnungen, die jetzt vereinbart worden sind im Trilog mit den -30% am rechten Rand der Zeitachse, sehr, sehr anspruchsvoll sind, insbesondere deshalb, weil sie mit innermotorischen Maßnahmen rund um den Powertrain nicht abbildbar sind. Das Impact Assessment der Kommission, das liegt ja vermutlich allen vor, zeigt ziemlich eindeutig, dass in dem Bereich motorische und Getriebemaßnahmen ungefähr 10% Minderungspotenzial sind. Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen stretchen, da sagt vielleicht der Mock was zu, der ist als ehemaliger Entwickler in dem Bereich da sicherlich kompetenter als ich, aber man kommt auf keinen Fall auf 30%. Das heißt, wir brauchen flankierende Aktivitäten, die müssen im Bereich sicherlich einer stärkeren gasmotorischen Antriebsgeschichte liegen. Da setzen wir uns auch in den Unternehmen, in denen wir tätig sind, sehr stark für ein, auch unsere Betriebsratskollegen. Und dass jetzt ein namhafter südwestdeutscher Hersteller beschlossen hat, in eine neue Gasmotorgeneration zu investieren, begrüßen wir außerordentlich. Wir werden im Lkw-Bereich Elektrifizierungselemente brauchen, insbesondere durch Hybridtechniken, aber das eben auch in dem Wissen, dass sie gerade in den Segmenten, über die wir reden, nämlich Lkw größer 25 Tonnen, besonders hohe Hürden sind, weil es eben direkt zu Lasten der Nutzfähigkeiten geht. Und wir werden Dinge machen müssen im Bereich Kraftstoffe, Wasserstoff und Ähnlichem. Da sind ja Regelungen vorgesehen, auch das begrüßen wir erstmal. Trotz allem glauben wir, und das wäre unser Anliegen hier in Richtung des Umweltausschusses des Deutschen Bundestages, der ja die Regulation jetzt nicht beschließt, das ist Sache des Trilogs, wir werden, glauben wir, flankierende regulatorische Maßnahmen auf nationaler oder europäischer Ebene brauchen, zum Beispiel um die Aerodynamikpakete zum Tragen zu bringen. Der Einsatz von Flips hinten an den Fahrzeugen führt dazu, dass sie 90 cm länger werden. Und dann wird sofort die Frage stehen, geht das zulasten der Nutzfähigkeit? Oder gibt es Ausnahmeregelungen im Bereich der Fahrzeuglängen? Das ist nur ein Beispiel. Ähnlich ist es beim Einsatz der Leichtlaufreifen, wo wir hören, der scheitert in vielen Fällen schlicht neben der Kostenseite daran, dass die Fahrer diese nicht einsetzen wollen, weil sie sich unsicher fühlen. Also wird man in diesen Bereichen, die mindestens die Hälfte des Potenzials umfassen, was Aerodynamik, Reifentechnik und Ähnliches angeht, flankierende Anreize, aber auch regulatorische Maßnahmen brauchen, weil diese -30% sind alleine durch die europäische Lkw-Industrie nicht sicher abbildbar. Dankeschön. Dankeschön. Herr Dr. Mock, Sie haben das nächste Statement, bitte. Vielen Dank zunächst für die Einladung, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Der Vorschlag der EU-Kommission und die Einigung, die jetzt gestern Nacht erzielt wurde, ist aus meiner Sicht ein wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung. Europa ist damit zum ersten Mal auf internationaler Bühne präsent mit CO2-Standards für Lkw, so wie es bisher in Japan, USA, China und Kanada schon der Fall war. Aber, das muss man auch ganz deutlich sagen, aus Klimaschutzsicht wäre eigentlich mehr notwendig gewesen. Damit die EU ihre 2030er-Ziele erreichen kann im Verkehrsbereich, hätten wir sowas um die 50%-Reduktion gebraucht. Und um die Paris-Klimaschutzziele zu erreichen, bräuchten wir eigentlich eher etwas in die Richtung von 70% bis 2030. Technologisch gesehen wäre mehr möglich gewesen. Unsere Studien zeigen, dass man mit einer Kombination aus Motoreffizienz, Verbesserung bei der Motoreffizienz, Leichtlaufreifen, Aerodynamik, Anhänger, Leichtbau und dann auch gegen Ende hin mit Hybridtechnologien bis zu 43% CO2-Reduktion bis 2030 schaffen kann. Kosteneffizienz sieht auch gut aus. Technologien, die wir betrachtet haben in unseren Abschätzungen, rechnen sich innerhalb von 3 Jahren. Das heißt, aus Kundensicht ist ein sehr guter Kosten-Nutzen-Effekt da und aus gesellschaftlicher Sicht sowieso, da wir damit auch es vermeiden, Öl nach Europa zu importieren und hier Kraftstoffe herzustellen, sondern es schaffen, Technologie hier anzusiedeln und die Fahrzeuge effizienter zu gestalten. Warum kommen diese Technologien dann nicht in den Markt? Hier gibt es eine ganze Reihe von Eintrittsbarrieren. Das muss gar nicht das Kartell sein. Wie Sie wissen, im Lkw-Markt gab es nachweislich ein Kartell.
Das können ganz einfach auch Probleme sein wie Split Incentives, sogenannte, bei denen letztlich nicht der Betreiber des LKWs, sondern der Kunde, der die Ware abnimmt, für die höheren Kosten beim Sprit zahlt. Diese Markteintrittsbarrieren werden durch die Regulierung auf europäischer Ebene endlich eingerissen. Das heißt, es besteht endlich ein gleiches Spielfeld sozusagen für alle Hersteller und jeder der Hersteller wird dazu angereizt oder sogar gezwungen, effiziente Technologien in den Markt zu bringen. Zusätzlich zu den Potenzialen im konventionellen Bereich gibt es noch Potenziale bei den Elektrofahrzeugen, auch im Lkw-Bereich. Da gibt es eine ganze Zahl von Technologien, also auf der einen Seite die reinen Batteriefahrzeuge, die zum Beispiel von Tesla im Moment auch bei den Lkw gepusht werden, die Brennstoffzellentechnologie, die von Daimler und auch dem US-Unternehmen Nikola weiterentwickelt wird, oder auch die Oberleitungstechnologie von Scania und Siemens. Hier setzt die Regulierung aus meiner Sicht einen ersten guten und wichtigen Anreiz, nämlich die Benchmarks ab 2025, die dann festlegen werden, dass die Hersteller mindestens 2% ihrer Fahrzeuge elektrisch verkaufen müssen. Wichtig ist aber, dass wir die möglichen Schlupflöcher im Blick behalten. Und gerade hier bei den Elektrofahrzeugen, vielleicht können wir da nachher noch tiefer darauf eingehen, besteht aus unserer Sicht das Risiko, dass die Hersteller zwar Fahrzeuge elektrifizieren werden, allerdings im unteren Segment, in den Lkw-Bereichen, die gar nicht reguliert sind, also die etwas größeren Transporte. Die Gefahr besteht, dass bei den großen Lkw, um die es uns hier bei der Regulierung eigentlich geht, relativ wenig passiert bei der Elektrifizierung bis 2030. Ein weiteres mögliches Schlupfloch ist die sogenannte Baseline, also der Startpunkt 2019. Der wird ja sozusagen erst im Laufe dieses Jahres festgelegt und die Hersteller haben aus unserer Sicht den Anreiz und auch Möglichkeiten, ihre CO2-Werte im Jahr 2019 sozusagen künstlich nach oben zu pushen, ähnlich wie bei den Pkw, um dann eine leichtere prozentuale Reduktion in den Folgejahren zu schaffen. Es gibt also noch einige Baustellen, auf die wir achten müssen und auf die wir vor allem hier auch auf nationaler Ebene in Deutschland achten müssen, damit keine Schlupflöcher entstehen und damit dann beim Review 2022 der Markt entsprechend gut läuft, damit wir für 2030 hoffentlich nochmal nachschärfen können. Vielen Dank. Schön. Vielen Dank. Herr Kluschke, bitte, Ihr Statement. Ja, herzlichen Dank. Eingangs möchte ich mich auch nochmal für die Einladung bedanken, heute zu Ihnen sprechen zu können. Und wie schon von Frau Kotting-Uhl und vom Herrn Dr. Mock angesprochen, haben wir mit dem Klimaschutzplan für 2050 eine große Herausforderung vor uns, auch mit den entsprechenden Zielen, die hier für 2030 formuliert sind. Und insbesondere im Verkehrssektor, der aktuell in etwa 170 Millionen Tonnen CO2 ausstoßt, ist ein großer Anteil durch Lkw abgebildet. Man sieht das in der Darstellung, sie ist relativ klein. Von den schweren LKWs über 26 Tonnen haben wir einen Bestand von nicht einmal 10% in der Flotte, die für ca. 50% der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das heißt, hier ist ein entsprechend großer Hebel vorhanden. Wir haben diese Dekarbonisierung oder die Entkopplung von den CO2-Emissionen bei einer steigenden Verkehrsleistung zu erbringen. Das heißt, der Verkehr auf der Straße durch Lkw nimmt auch zu. Entsprechend ist die Entkopplung hier in einem gegenläufigen System zur Verkehrsleistung zu entbringen und das Ganze unter der Randbedingung, dass die Verlagerungsmöglichkeiten auf die Schiene begrenzt sind, wie auch in verschiedenen Studien angesprochen. Vor welcher Herausforderung stehen wir nun aus meiner Wahrnehmung? Ist so schnell kein technologisches Allheilmittel in Sicht, was uns eben zu dieser Dekarbonisierung auf einer technischen Ebene bringen wird. Der Diesel trägt uns nach meiner Einschätzung nicht ins Ziel. Ich bin hier ebenfalls mit Zahlen konfrontiert, die in etwa von 10% CO2-Reduktion sprechen. Das heißt, wir müssen auf andere alternative Antriebe und Kraftstoffe umschwenken. Die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, insbesondere die synthetischen Kraftstoffe oder auch synthetischen Gase sind relativ ineffizient in der Herstellung. Und in der Verbrennung brauchen wir auf der anderen Seite aber auch keine neue Infrastruktur. Und andere Technologien, die deutlich effizienter sind, so wie die Brennstoffzellentechnologie, die schon angesprochen wurde, aber auch batterieelektrische LKWs oder auch Oberleitungs-LKWs, sind deutlich effizienter, bräuchten aber eben eine neue Infrastruktur, die wir heute so noch nicht vorhanden haben. Und auch die aktuelle Wasserstofftankstelleninfrastruktur wäre für LKWs nach meiner Einschätzung nicht geeignet. Was ist nun die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe? Wir brauchen CO2-Standards schon heute für LKWs. Von daher begrüße ich auch die Entscheidung, die bereits in dieser Woche getroffen wurde, um die Klimaziele zu erreichen, sollten die aber möglichst technologieoffen gestalten, um eben die verschiedenen Optionen noch im Rennen zu haben. Ich denke weiterhin, dass es zusätzliche Maßnahmen braucht zum Infrastrukturaufbau für öffentliche Infrastruktur, da wir im Moment keine für die LKWs vorhanden haben, beziehungsweise für die neuen Technologien vorhanden haben und weiterhin zusätzliche Marktanreize, wie zum Beispiel das Thema Maut oder auch eine CO2-Steuer, um den Markt eben auch in die Richtung weg vom Diesel und hin zu den alternativen und CO2-neutralen Antrieben zu steuern. Daher die Empfehlung von meiner Seite, entschieden zu handeln in dem Thema der CO2-Reduktion für schwere Nutzfahrzeuge, um halt auch wirklich langfristige Planungssicherheit und Investitionsmöglichkeiten zu ermöglichen. Und ich denke, alles Weitere können wir dann im Anschluss in den Fragen klären.
Vielen Dank. Herr Professor Lüdecke, bitte, Ihr Statement. Ja, danke für die Einladung. Die EU-Verordnung zur Einschränkung der CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen basiert auf dem Pariser Klimavertrag. Dabei wird ausgeblendet, drei Punkte, die technisch-physikalischen Gesetzmäßigkeiten dem politischen Willen Grenzen setzen. Zweitens, dass die EU-Vorgaben schädliche volkswirtschaftliche Konsequenzen haben. Und drittens, dass der menschgemachte Klimawandel wissenschaftlich zumindest umstritten ist. Zunächst zu den technisch-physikalischen Grenzen. Das CO2 aus einem Verbrennungsmotor entspricht exakt dem Treibstoffverbrauch, so lehrt es uns die Chemie. Dieser Treibstoffverbrauch wurde über die Jahrzehnte bis an die Grenze des Möglichen verringert. Trotzdem wird der Eindruck erweckt jetzt, weitere CO2-Reduktionen, also Treibstoffreduktionen, seien möglich. Zu dieser Illusion gehört ebenfalls, Elektroantriebe als emissionsfrei zu bezeichnen. Dabei wird die CO2-Erzeugung nur verlagert. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen. Die von der EU geforderten Reduktionen bedeuten Untermotorisierung schwerer Nutzfahrzeuge, Verkehrsverhinderungen und volkswirtschaftliche Folgeschäden. Die EU-Eingriffe in den Nutzverkehr sind unverhältnismäßig, denn dieser macht nur 6% der deutschen Primärenergie aus. Sie sind daher abzulehnen, wie auch alle anderen Ökodesign-Richtlinien der EU. Das Verkehrsproblem selber kann mit wesentlich intelligenteren Konzepten gelöst werden als der Abschaffung des Verbrennungsmotors und damit unserer wichtigsten Industrie. Schließlich zum Klimawandel. Niemand streitet den fortwährenden Klimawandel, seit die Erde besteht, ab. Der Schutz des Klimas und damit des Wetters ist aber unmöglich. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für einen menschgemachten Klimawandel. Zahlreiche Fachpublikationen, Petitionen und Manifeste von Klimawissenschaftlern weltweit bestätigen dies. Sie brauchen bloß meine Broschüre zu sagen, die ich ja für diese Veranstaltung verfasst habe. In der Anhörung dieses Ausschusses hier im November letzten Jahres konnte der IPCC-Vertreter Professor Levermann dem Klimarealisten Professor Scharwiff, dessen Meinung ich übrigens teile, auch keinen überzeugenden wissenschaftlichen Nachweis vorlegen, außer dauernd zu sagen, es sei Mist. Deutschland hat nur etwa 2% Anteil an den globalen CO2-Emissionen. Die größten Verursacher, China, USA und Russland, denken gar nicht daran, ihre Industrien durch CO2-Einsparungen fahrlässig zu schädigen. Die Unzulänglichkeit von CO2-Vermeidung sieht man schon daran, dass allein das CO2 aus der Ausatmung von 80 Millionen Deutschen etwa die Hälfte des CO2 aus dem deutschen Güterstraßenverkehr ausmacht. Und meine Frage, die ich stelle, ich schließe mich da mit einem Kollegen an, der eben gesprochen hat, wer soll das alles mal bezahlen? Danke. Dankeschön. Ich muss jetzt, bevor ich Ihnen, Herr Dr. Reicher, das Wort gebe, zu dieser Anhörung, die Sie gerade, aus der Sie gerade eben etwas vermeintlich zitiert haben oder auch zitiert mit Mist, Herr Levermann sagte damals Quatsch, aber ich möchte trotzdem dazu sagen, den Eindruck, den Sie hier zu erwecken versuchen, Herr Levermann hätte keine Argumente vorgetragen, sondern nur mit Quatsch reagiert, ist falsch. Sie können das gerne noch mal nachlegen. Er hat Argumente vorgebracht, die muss man nicht teilen, die teilen manche hier nicht, aber zu sagen, er hätte nur mit Mist reagiert, ist schlichtweg falsch. Und jetzt hat Herr Dr. Reichert das Wort, bitteschön. Nein, Sie, Herr Bernhard, haben jetzt gerade nicht das Wort, sondern Herr Dr. Reichert hat das Wort. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, aus mehreren Gründen ist es grundsätzlich sinnvoll, dass die Europäische Union nun erstmals die CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge EU-weit regulieren will. Erstens aufgrund des erwarteten weiteren Anstiegs von CO2-Emissionen im Verkehrssektor. Zweitens wegen des grenzüberschreitenden Charakters des Straßengüterverkehrs in Europa. Und drittens aufgrund der Notwendigkeit, im europäischen Binnenmarkt EU-weit einheitliche Vorgaben festzulegen. Jedoch ist die hierfür nun beschlossene Vorgehensweise der Europäischen Union, für schwere Nutzfahrzeuge CO2-Emissionsnormen dieser Art einzuführen, abzulehnen. Denn derartige Emissionsnormen sind technisch zum einen sehr ambitioniert, kommen für 2025 zu früh und außerdem, sie greifen letztlich zu kurz. Sie können nämlich nicht sicherstellen, dass die CO2-Emissionen des Straßengüterverkehrs
im gewünschten Ausmaß sinken. Erstens erfassen Emissionsnormen nur neue Lkw, sodass die bereits zugelassenen Fahrzeuge gar nicht reguliert werden. Zweitens ziehen Emissionsnormen nur auf potenzielle Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen ab. Sie haben aber keinen Einfluss auf deren tatsächliche Nutzung und damit auch auf deren tatsächlichen CO2-Ausstoß. Denn Emissionsnormen regen für sich genommen, zum Beispiel bei den Fahrern, keine kraftstoffsparende Fahrweise an. Drittens drohen Emissionsnormen einen Rebound-Effekt auszulösen, der die potenzielle Senkung der CO2-Emissionsnorm wieder zunichte macht. Denn kraftstoffeffizientere Lkw sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission auch die Transportkosten des Straßengüterverkehrs senken. Verbilligt sich der Gütertransport durch Lkw, werden tendenziell mehr Güter auf der Straße transportiert. Wird jedoch mehr gefahren, steigen auch die CO2-Emissionsnormen von Lkw, ohne insgesamt gedeckelt zu sein. Statt der Einführung von Emissionsnormen wäre die Einbeziehung des Straßenverkehrs in ein Emissionshandelssystem eine deutlich wirksamere Alternative. Um CO2-Emissionsnormen im Verkehrssektor zuverlässig zu senken, sollten Raffinerien und Kraftstoffimporteure, die Kraftstoffe auf den Markt bringen, in ein sogenanntes Upstream-Emissionshandelssystem einbezogen werden. Sie müssten dann für das im Kraftstoff gebundene CO2-Emissionszertifikat erhalten, deren Kosten über die Kraftstoffpreise an die Verbraucher weitergegeben werden. Ein Emissionshandelssystem kann so, anders als die nun beschlossenen Emissionsnormen, nicht nur neue, sondern auch Altfahrzeuge erfassen. Für den Klimaschutz entscheidend ist jedoch, dass in einem Emissionshandelssystem die Gesamtmenge der Emissionszertifikate und damit der CO2-Ausstoß insgesamt gedeckelt ist. Durch diese Begrenzung wird die angestrebte CO2-Reduktion sicher erreicht. Unabhängig davon, dass sich die EU nun für Emissionsnormen entschieden hat, hat der Europäische Rat die EU-Mitgliedstaaten ausdrücklich daran erinnert, dass sie bereits nach geltendem europäischem Recht die Möglichkeit haben, den Verkehrssektor in ein Emissionshandelssystem einzubeziehen. Hierfür stehen auch dem deutschen Gesetzgeber, also Ihnen, verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Deutschland könnte zum Beispiel nach Artikel 24 der europäischen Emissionshandelsrichtlinie den Verkehrssektor in das europäische Emissionshandelssystem mit einbeziehen. Wer also in Deutschland eine wirksame und kosteneffiziente Senkung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor will, sollte das Instrument des Emissionshandels zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt hat das Wort Herr Rieger. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass auch der Naturschutzbund hier seine Sichtweise darlegen darf. Ich möchte vielleicht noch einmal erinnern an den Hintergrund, vor dem wir hier diese Debatte führen oder auch uns über die CO2-Grenzwerte für Pkw unterhalten haben. Das sind natürlich zum einen die Pariser Klimaschutzziele, das sind aber genauso eben auch die nationalen Ziele zur CO2-Reduktion, die wir im Klimaschutzplan zunächst mal festgeschrieben haben, unter anderem für den Verkehrssektor von -42% und die wir sozusagen im Laufe des Jahres ja auch noch in Form eines Klimaschutzgesetzes gießen wollen. Das heißt also, der Verkehrssektor muss grundsätzlich erklären, wie er diese durchaus erhebliche Minderungsleistung bewerkstelligen möchte. Und da läuft ja gerade das Verfahren in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, wo wir auch in der AG 1, die sich mit dem Klimaschutz befasst, die Lösungen gemeinsam erarbeitet. Und nun ist es ja so, wir haben gehört, welchen Anteil der Straßengüterverkehr an den CO2-Emissionen hat. Wir haben auch präsent, dass wir im Bereich des Straßengüterverkehrs noch mit einer weiteren Zunahme von rund 38% laut Verkehrsprognose des Verkehrsministeriums rechnen müssen. Und die Frage ist, wie begegnet man dem jetzt? Und dann haben wir grundsätzlich die Möglichkeit, auf nationaler Ebene Dinge anzugehen oder eben EU-weit. Und da es sich beim Güterverkehr nun zunächst mal auch um ein Phänomen handelt, was wir europaweit haben, wo wir als Deutschland auch sozusagen über den Austausch von Waren maßgeblich von diesem Handel profitieren, macht es also zunächst einmal Sinn, sich diese Schraube anzugucken. Und wir wissen aus dem Bereich der CO2-Grenzwertverordnung für Pkw, dass wir mit genau diesem Instrument ein hervorragendes Mittel haben, um zunächst einmal die Hersteller dazu anzuhalten, bestimmte Fahrzeuge auf dem Markt anzubieten.
Nun sind es die Speditionen, es sind aber auch genauso die Verlader und so weiter, die nach diesen Fahrzeugen fragen und sie aber offenkundig am Markt nicht vorfinden. Und die Frage danach, warum das so ist, können wir gerne auch noch diskutieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass es hier also sozusagen bei weitem nicht so ist, dass der Markt im Moment schon sozusagen oder die Hersteller den Markt mit den Fahrzeugen beliefern, die dort nachgefragt werden. Und von daher ist dieser Anreiz, der über die Grenzwertverordnung gesetzt wird, in jedem Sinne hilfreich, um einfach entsprechende Fahrzeuge anbieten zu können. Und nun ist ja die EU nicht allein und wir sind auch bei weitem nicht die Vorreiter an dieser Stelle, sondern wir haben global auf verschiedenen anderen wichtigen Märkten, USA, Kanada, China und so weiter, eben schon eine entsprechende Regulierung dieser Art, die dort greift und die eben auch die Hersteller dazu anhält, bestimmte Fahrzeuge zu entwickeln. Und das Ganze ist deshalb auch unter einer industriepolitischen Dimension zu betrachten, dass wir nämlich den Anschluss verlieren, wenn wir diese Fahrzeuge nicht bereitstellen. Wir haben also hier die Möglichkeit, Klimaschutz und Industriepolitik sinnvoll miteinander zu verbinden. Und von daher begrüßen wir ausdrücklich die Einigung, die dort in Brüssel erzielt wurde, auch wenn es noch nicht ausreicht, um die Klimaschutzziele Deutschlands insgesamt zu erreichen. Dankeschön. Vielen Dank. Und das letzte Eingangsstatement kommt von Herrn Cornelis. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, es ist ganz klar, dass wir hier in Deutschland, aber auch in Europa, die Klimaziele nie erreichen werden, ohne die CO2-Emissionen von LKWs sehr stark und schnell zu senken. Weil die Emissionen, die werden nur noch steigen, wie Herr Riege schon erwähnt hat. Deswegen ist eine gute Sache, dass wir jetzt ein Abkommen haben, ein Grenzwert von 15% 2025, 30% 2030. Und außerdem hat man auch die Anreize für Null- und Niedrig-Emissionsfahrzeuge verbessert. Das heißt, ab 2025 wird das Supercredit-System ersetzt durch ein Benchmark-System von 2%. Ganz konkret heißt das, dass die Hersteller 2% Null- und Niedrig-Emissionsfahrzeuge verkaufen müssen, bevor die eigentlich diese Fahrzeuge benutzen können oder dürfen, um eigentlich die Grenzwerte von 15% weiter zu senken. Ich möchte hier auch noch unterstreichen, dass das ist kein verpflichtendes Verkaufsziel ist. Das ist ein freiwilliges System, das man benutzen kann, weil zum Beispiel schon die Hersteller gestern noch gesagt haben, dass die jetzt ein verpflichtendes System oder Quoten haben. Das ist nicht der Fall. Was ich auch noch unterstreichen möchte, ist, dass das hier ein Kompromiss ist. Ja, das EU-Parlament hat viel mehr gefördert, also 20%, 2025, 35%, 2030, 5% Benchmark 2025 mit einem Malus. Also das ist ein Kompromiss, ein gutes Kompromiss. Wir unterstützen das, aber es ist auch etwas, also es ist machbar. Ja, diese 15% in 2025, auch für die Hersteller. Die Technologien sind da. Herr Mock hat das auch schon erwähnt. Wir können auch noch weiter darüber diskutieren. Also, aber es ist gut, dass wir jetzt dieses Abkommen haben. Wir unterstützen es nicht nur aus Klimagründen, aber auch, man muss auch der Markt weiter vorantreiben. Ja, die letzten 15 Jahre, 10 Jahre hat die Kraftstoffeffizienz von neuen Fahrzeugen hat sich kaum verbessert. Aber wir müssen eigentlich der Markt weiter vorantreiben und es gibt auch eine sehr große Nachfrage von verschiedenen Unternehmen und Spediteuren in Deutschland und Europa für mehr ehrgeizige Ziele. Letzter Punkt ist, dass dieses Abkommen, dass das reicht nicht, um die Klimaziele 2030 in Europa, auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland, um das zu schaffen. Ja. Was wir wirklich benötigen, das sind mehr Elektro- und Null-Emissionsfahrzeuge in 2025 und schon in 2030. Und da kann man auf EU-Ebene schon eine ganze Menge machen, aber auch auf Nationalebene mit zum Beispiel Investitionen in Infrastruktur und andere Sachen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und das ist echt die Herausforderung. Ja? Mehr Elektrofahrzeuge auch im Lkw-Bereich oder wir werden es nicht schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen allen für diese Eingangsstatements. Wir kommen jetzt in die Frage-Antwort-Runde. Ich erinnere noch mal 5 Minuten, Frage-Antwort inklusive. Da oben zeigt die Uhr, wo wir stehen und Frau Weisgerber beginnt. Und Ihre Fragen gehen an Herrn Dismon und Herrn Professor Pflug. Bitte schön. Ja, ich würde mich jetzt von der Zeit vielleicht auf den Herrn Dismon konzentrieren.
Wir haben ja schon gehört, dass jetzt in der Nacht zum Dienstag die Einigung erzielt wurde, die eben diese Minderung von 15% bis 2025 und 30% bis 2030 im Vergleich zu 2019 vorsieht. Sie haben schon gesagt, es ist sehr ambitioniert. Da würde ich Sie bitten, vielleicht noch mal vertiefter darauf einzugehen, warum es ambitioniert ist. Und ich würde Sie auch bitten, noch mal auf das Thema Supercredits und Benchmarks einzugehen. Die Supercredits haben ja den Hintergrund, dass man emissionsfreie oder emissionsarme Fahrzeuge in die Flotte reinbringt und dass diese Fahrzeuge dann mehrfach angerechnet werden können. Es ist gleichzeitig ein Anreiz, dass diese Fahrzeuge in den Markt kommen. Es hilft natürlich dann auch etwas, die Grenzwerte zu erreichen. Wie bewerten Sie dieses System im Verhältnis zum Thema, wie streng sind die Grenzwerte? Weil das hat ja nicht durchaus einen Zusammenhang. Und noch eine Frage zu den synthetischen Kraftstoffen. Die synthetischen Kraftstoffe liegen uns sehr am Herzen, weil sie eine enorme Chance gerade bei den LKWs beinhalten. Sie sind aber nicht in die Kategorie einzuordnen, emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge. Und deswegen muss ja erst ein System entwickelt werden. Und ich bin sehr froh, dass das Parlament sich hier durchgesetzt hat und dass ein Erwägungsgrund angenommen wurde und auch ein Artikel, der vorsieht, dass in dem Bericht 2022 die Frage geprüft wird, wie die synthetischen Kraftstoffe angerechnet werden. Wie bewerten Sie das? Ja, vielen Dank, Frau Dr. Weisgerber, für die Fragen. Ich hoffe, dass ich die alle adressieren kann. Zunächst mal zu Ihrer ersten Frage. Etwas mehr Tiefgang und die Darstellung eines sehr ambitionierten Zieles für 2025 und 2030. Ich persönlich glaube und würde da an einigen Stellen durchaus widersprechen wollen, den Statements von den Kollegen Gutachtern, dass im Nutzfahrzeugbereich seit Jahren wirklich sehr stark, wenn wir den Verbrennungsmotor zunächst mal im Auge haben, an der Effizienz, an der thermodynamischen Effizienz und auch an der Triebstrangeffizienz gearbeitet worden ist und sehr wohl über die Zeit erhebliche Kraftstoffverbrauchsoptimierungen vollzogen worden sind. Ich glaube ehrlich gesagt sogar, wenn man mal in die Thermodynamik reinschaut, dass wir bei Nutzfahrzeugmotoren, die im Langstreckenverkehr laufen, wirklich Effizienzgrade sehen, die so von anderen Verbrennungsmotoren nicht erzielt werden und wirklich auch die Potenziale, die da noch zu heben sind über motorische Maßnahmen, nicht so groß sind, dass man sich versprechen könnte, wirklich auch dieses Ziel auch nur annähernd zu erreichen. Wenn Sie in dem Zusammenhang, wenn wir beim Verbrennungsmotor sind, auch das Thema synthetische Kraftstoffe direkt mit adressieren, dann muss ich sagen, natürlich gibt es verschiedene Ansätze, synthetische Kraftstoffe zu etablieren, aber wenn man darüber redet, dann muss man sich einerseits darüber im Klaren sein, dass synthetische Kraftstoffe, Sie haben das eben selber gesagt, natürlich auch noch in einem Verbrennungsprozess letztlich umgesetzt werden, energetisch umgesetzt werden, aber in der Effizienzkette sind synthetische Kraftstoffe heute aus meinem Blickwinkel noch lange nicht da, wo wir sie vielleicht hinwünschen würden. Das Thema Power to Liquid, je nachdem, welches Verfahren man hier adressiert, liegt irgendwo effizienzmäßig in der Größenordnung. Ich will mich da nicht festlegen, genau, aber irgendwo zwischen 15% und 20% von einem Ausgangspunkt, wo man, ich sag mal, eine Primärenergieform zur Verfügung hat, um das letztlich umzuwandeln in einen Kraftstoff, der in einem Verbrennungsmotor zu fahren ist. Ich glaube, das sind Wirkungsgrade, die sind sehr überschaubar und ich verspreche mir da persönlich nicht allzu viel von. Sie haben als dritten Punkt den Punkt Supercredits angesprochen, Mehrfachanrechnung oder Supercredits für Zero-Emission-Fahrzeuge. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ähnlich wie im Pkw-Bereich. Das ist eine
eine Metrik, die natürlich den Herstellern erlaubt, die Flottenwerte in entsprechende Korridore zu fahren. Aber ich möchte da schon auch in Diskussion stellen oder kritisch anmerken, dass Zero-Emission-Fahrzeuge, wenn sie denn dann elektrisch betrieben sind, ich nehme mal die elektrisch Betriebenen als Referenz, nicht wirklich Zero-Emission sind und wir da vielleicht auch nicht ganz ehrlich mit umgehen. Ich glaube, man muss, wenn man über elektrifizierte Antriebsformen redet, speziell batterieelektrische Fahrzeuge, die die Energie nun mal irgendwo herbekommen müssen, muss man wirklich dann auch an den Ursprung der Energieerzeugung gehen. Und da ist, glaube ich, genügend Know-how im Raum hier, um zu erkennen, dass wir hier mit unserem Energiemix, speziell in Deutschland, noch lange nicht da sind, um dieses Supercredit-Element positiv zu bewerten. Ich sehe Dankeschön, Herr Dietzmann. Die nächste Frage kommt von Frau Scheer für die SPD, bitte. Ja, meine Frage geht an Herrn Mock. Und zwar möchte ich einmal noch mal Bezug nehmen auf Ihre Ausführungen, in denen Sie von Schlupflöchern sprachen. Vielleicht können Sie das noch mal etwas erörtern, auch mit Blick auf die, auf das Benchmarking. Und dann wäre auch noch meine Frage, inwieweit Sie begleitende nationale Maßnahmen in Bezug auf das jetzt geeinigte und vorliegende Konzept für sinnvoll erachten würden. Danke für die Frage. Zu den Schlupflöchern, das ist in der Tat immer ganz wichtig und wird oft vergessen bei den Lkw genauso wie bei den Pkw, dass zwar auf dem Papier vor allem diese 30% jetzt natürlich herausstechen in der politischen Diskussion dominieren, aber wenn man ins Detail geht, gibt es dann doch eine ganze Reihe von Punkten, die diese 30% erheblich aufweichen könnten. Bei den Lkw sind das aus unserer Sicht vor allem zwei Punkte im Moment. Der erste Punkt betrifft diese Elektrofahrzeuge oder Low Emission und Zero Emission Fahrzeuge, wie es vorhin genannt wurde. Da wurde jetzt zwar dieses Benchmark eingeführt ab 2025, was wir sehr begrüßen. Und wie schon vorhin betont wurde, es ist erstmal freiwillig, aber die Hersteller haben durchaus einen Anreiz, diese 2% in Anspruch zu nehmen und damit einen Teil ihrer Reduktion zu schaffen. Aber von diesen 2% müssen lediglich 0,75% von den Fahrzeugen erreicht werden, die tatsächlich reguliert werden. Also sprich von den großen, schweren Lkw, die den Lkw-Verkehr dominieren. Die anderen 1,25% können durch andere Fahrzeuge realisiert werden, die nicht reguliert sind. Und dazu gehören vor allem eben auch die kleineren Lkw, die, sagen wir mal, großen Transporter. Und ein mögliches Schlupfloch wäre nun zum Beispiel, dass ein Hersteller genau in dieser Fahrzeugkategorie, wo es, sage ich mal, verhältnismäßig einfach ist, Elektrofahrzeuge zu vermarkten, in dieser Fahrzeugkategorie sehr aktiv ist. Denken Sie an die Street-Scooters, die von der DHL, Deutsche Post, gerade eingesetzt werden. Wenn man in diesem Segment also sehr viele Elektrofahrzeuge verkauft, hat man schon mehr als die Hälfte seiner geforderten Elektrofahrzeuge insgesamt für die Lkw erreicht. Und wir glauben, das könnte sich zu einem Schlupfloch entwickeln, wenn man es nicht sorgfältig beobachtet und damit die Regulierung etwas unterlaufen sozusagen. Nicht, dass wir irgendwas dagegen hätten, wenn in den kleineren Segmenten Elektrofahrzeuge kämen, aber aus unserer Sicht ist das ein ganz anderer Bereich, den man hier nicht vermischen sollte. Zweites Schlupfloch ist die Baseline, also der Startpunkt 2019. Hier ist es bei den Lkw ganz schwierig, weil erst seit relativ kurzer Zeit ein Verfahren existiert, um einheitlich die CO2-Werte zu bestimmen. Das heißt, man hatte hier zwar schon Gelegenheit, sich eine Baseline zu berechnen oder aus den bisherigen Daten zu erarbeiten, aber man hat sich aus unserer Sicht ungeschickterweise auf das Startjahr 2019 geeinigt. Ungeschickterweise deswegen, weil wir den Startwert 2019 damit eben noch nicht kennen. Und das ist ganz ähnlich wie bei dem Pkw, wo sie, wie Sie wissen, ja auf einen neuen Zyklus umgestellt wird. Und auch da wurde vereinbart, dass der Startwert für die neue Regulierung 2021 ist im neuen Zyklus. Das heißt, wir kennen den Startwert 2021 noch nicht. Und in beiden Fällen haben die Hersteller jetzt natürlich einen Anreiz, zu schauen, dass dieser Startwert 2019 möglichst hoch, möglichst schlecht sozusagen liegt, da die Reduktionen in den Jahren bis 2030 in Prozent angegeben sind. Und je höher mein Startwert ist, desto mehr kann ich prozentual reduzieren. Das heißt, desto einfacher wird das für mich hinterher. Bei dem Pkw, haben wir in einer anderen Anhörung besprochen, gibt es da eben Schlupflöcher, die die Hersteller ausnutzen, um ihre Fahrzeuge möglichst,
mit hohen CO2-Emissionen zu deklarieren. Bei den Lkw ist sowas auch vorstellbar. Wenn Sie sich überlegen, bei den Lkw könnte ein Hersteller hergehen und sagen, mir ist es zu aufwendig, die Aerodynamik meines Lkws zu testen im Windkanal, dann greife ich doch lieber auf die Standardwerte zurück, die mir in der Regulierung angeboten werden, die ich quasi aus einer Tabelle im Annex rauslesen kann, die nicht besonders vorteilhaft sind und zu relativ hohen CO2-Emissionen führen, aber in diesem Fall eben dem Hersteller ganz gelegen kämen. Also es könnte sein, dass der Hersteller im Jahr 2019 auf diese Standardwerte zurückgreift und dann im Jahr 2020 und in den folgenden Jahren die Aerodynamik ganz sorgfältig prüft, um dann niedrigere Werte abzuleiten. Soweit zu den Schlupflöchern. Wie gesagt, müssen wir, glaube ich, unbedingt im Blick behalten. Was die begleitenden Maßnahmen angeht, das meine ich wirklich so, wie ich es gesagt habe, nachdem jetzt sozusagen auf europäischer Ebene die Hausaufgaben gemacht wurden, erstmal im Pkw und auch im Lkw-Bereich, liegt es, glaube ich, an uns im nationalen Bereich jetzt dafür zu sorgen, dass zum Beispiel diese Elektrofahrzeugziele tatsächlich auch erreicht werden. Also die Hersteller sind nun in der Pflicht, die Fahrzeuge zu liefern. Meines Erachtens sind wir nun auch in der Pflicht, den Herstellern dabei zu helfen und zum Beispiel im Pkw-Bereich mit steuerlichen Anreizen zu unterstützen. Im Lkw-Bereich kann man sich Ähnliches vorstellen durch Forschungsförderung, was jetzt Brennstoffzellen-Lkw, Batterie-Lkw und die Oberleitungssysteme angeht, um dafür zu sorgen, dass die Marktanteile tatsächlich hochgehen und dann, wenn 2022 der Review, die Überprüfung ansteht, dass man dann hoffentlich ja, mit gutem Gewissen und mit einer solideren Datenbasis drangehen kann und sagen kann, 2030 schaffen wir mehr als die 2%, die jetzt verabschiedet wurden. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Bernhard für die AfD und geht an Herrn Professor Lüdecke. Ja, Professor Lüdecke, von Klimaexperten wird ja immer wieder dargestellt, dass das Klima vor 150 Jahren natürlich gewesen sein soll und dass die Erwärmung der Erde seitdem menschengemacht sei im Wesentlichen. Sie sprechen dagegen davon, dass es im 19. Jahrhundert eine kleine Eiszeit zu Ende gegangen sei. Was ist denn nun das natürlich ausgeglichene Klima und wie erklären Sie den Temperaturanstieg der letzten 150 Jahre? Das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, von der Regierung und von den Medien wird CO2 als Hauptursache für die Klimaerwärmung immer wieder herausgestellt. Sie äußern da Zweifel dazu, ob CO2 überhaupt zur Klimaerwärmung beiträgt. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Bedeutet es, dass es völlig egal ist, ob ich CO2 weiter erhöhe und es keine Auswirkung hat? Und einfach nochmal die Frage, wie sehen Sie CO2 denn allgemein? Ist CO2 denn tatsächlich so schädlich, wie es hier immer ausgeführt wird? Ja, Sie fragen nach normalem Klima. Normales Klima gibt es gar nicht. Das Klima hat sich immer entsetzlich geändert. Man weiß darüber recht gut Bescheid, weil man inzwischen über Proxydaten sehr genau oder relativ genau wissen kann, wie die Temperaturen der Vergangenheit und wie die Klimaveränderung stattgefunden hat. Und dazu brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Sie müssen sich bloß mal anschauen, die Warmzeiten, die es bisher gab, also seit Ende der letzten Eiszeit, das römische Optimum, das mittelalterliche Optimum, etwa so warm wie unsere. Die beiden Holozän-Maxima waren wesentlich wärmer. Dann schauen Sie sich einfach mal Peter Hebel an. Den kennen Sie sicherlich noch, im Rheinischen Hausfreund, der über alte Schriften gesammelt hat über milde Winter. Wenn das heute wieder passieren würde, solche Winter, wie über die ihr berichtet, also ich weiß ja nicht, was die Medien dann berichten würden. Sie brauchen aber gar nicht so weit zurückzugehen. Sie können sogar die letzten 150 Jahre zurückgehen. Da gibt es die berühmte mittelenglische Reihe, die geht 1687 los, 1659 los. Und wenn Sie da mal schauen, wie ist denn die eigentlich verlaufen? Die geht bis heute. Da werden Sie finden, dass Ende des 17. Jahrhunderts, glaube ich, 1687 war es, glaube ich, über die nächsten 50 Jahre ein Temperaturanstieg stattfand, den es bis heute nie wieder gab. Ich meine, das ist lokal, diese englische Reihe, aber trotzdem. Also das nur zu der Frage, und wie erklären Sie sich den letzten Anstieg? Nun, dazu kann man zunächst mal sagen, das Paradigma von Ockham, das liegt jeder Naturwissenschaft zugrunde, sagt, man soll die einfachste Erklärung zunächst mal nehmen. Und da die letzten 150 Jahre weit im natürlichen Schwankungsbereich lagen, in allen Formen, weit, weit drunter, sollte man zunächst mal annehmen, dass es natürlich ist, das, was wir bis jetzt erlebt haben. Es gibt aber auch direkte Erklärungen, und zwar über die Sonnenaktivität, also nicht die Strahlstärke, sondern das Magnetfeld.
Hier gibt es sehr viele Fachveröffentlichungen, die zeigen, dass man also den Verlauf der letzten 2000 Jahre recht gut damit wiedergeben kann. Also das nur ganz kurz zur Klimafrage, zur CO2-Frage. Ich glaube, da ist ein kleines Missverständnis. CO2 ist ein starkes Treibhausgas, das zweitstärkste Treibhausgas nach dem Wasserdampf. Natürlich erwärmt das. Also durch die Treibhausgase haben wir ungefähr 30 Grad im Mittel auf der Erde mehr. Darum geht es aber nicht. Es geht um das menschgemachte CO2, also das, was hinzugekommen ist. Das wird immer durcheinander geworfen. Und hier ist es so, der Effekt der Erwärmung ist ein Infrarot-Effekt, also spektraler Effekt. Und der war ja eigentlich schon abgeschlossen vor der Industrialisierung. Das heißt, das CO2 hat schon alles absorbiert an Infrarot, was es überhaupt gibt. Das heißt, das, was jetzt noch hinzukommt, ist relativ wenig. Und dieses Wenige kann man eigentlich ganz gut berechnen, theoretisch zumindest. Das ist so ungefähr 1 Grad pro Verdopplung von CO2. Dabei wird immer übersehen, dass der wichtige Teil in der Atmosphäre selber besteht. Hier laufen Prozesse ab, die wir noch gar nicht richtig kennen. Ich will nur mal die Wolken nennen. Die Wolken können abkühlen, die Sonne, sie können aber auch erwärmen. Wenn Wasserdampf nämlich aufsteigt aus den Meeren infolge Erwärmung, dann gibt es auch mehr Wolken. Und diesen zweiten Effekt kennt man nicht. Und jetzt sollte man sich einfach mal die Fachliteratur anschauen, nicht das IPCC. Das IPCC ist befangen, das ist eine politische Organisation, neben seiner wissenschaftlichen Arbeit. Und wenn man die Fachpublikation anschaut, dann sieht man, dass die entscheidende Größe die Klimasensitivität ist. Das heißt, die besagt, wie groß ist die globale Erwärmung, wenn man das CO2 verdoppelt. Und dieser Wert ist mehr oder weniger unbekannt, der wird aber immer kleiner mit der Zeit. Also wenn Sie die Fachliteratur sich über die letzten 10, 15 Jahre anschauen, liegt der heute so bei 1,5, also schon völlig unbedenklich, und ist dabei, unter 1 Grad zu sinken. Also der ganze Hype über Klimaschutz ist völlig unnötig. Dankeschön. Und die nächste Frage stellt Herr Köhler und sie geht an Herrn Dr. Reichert. Ja, vielen Dank für Ihr Eingangsstatement. Ich würde noch mal auf die Frage der Anhörung zurückkommen und über die CO2-Abgasgrenzwerte für LKWs sprechen wollen. Und zwar hatten Sie den Rebound-Effekt ja kurz zumindest gestriffen. Da würde ich mich interessieren, wenn Sie das noch ein bisschen weiter ausführen können. Insbesondere auch in Verbindung mit der Frage, wir haben ja jetzt also einen langen Aushandlungsprozess gestellt und Herr Dr. Mook hat ja nochmal explizit auch gesagt, wie gut das ist. Ist denn sichergestellt, dass wir mit diesen Zielen eine wirkliche CO2-Reduktion auch erreichen? Also ich meine, wir haben das ja im PKW-Bereich in der Diskussion auch gehabt. Jetzt hat man das Instrument sozusagen aus dem PKW-Bereich in den LKW-Bereich übertragen. Können wir sicherstellen, dass wir auch wirklich eine Reduktion im Bereich erzeugen? Das wäre meine Frage. Und könnten Sie den Rebound-Effekt ausführen? Und wenn, sollten wir diesen nicht erzeugen, wie würden Sie vorschlagen, sollten wir das tun? Herr Lüdecke, machen Sie vielleicht noch Ihr Mikrofon aus, dann hört man Herrn Dr. Reichert besser. So. Nein. Jetzt bin ich dran. Also der Rebound-Effekt besagt ja im Grunde, dass man bei vielen Einzelmaßnahmen Einsparungen zwar an Geräten oder an Fahrzeugen erzeugt, aber so die Logik dann dahinter ist, ja, jetzt ist es ja nicht mehr so teuer und jetzt können wir auch mehr verbrauchen. Ganz interessant, wir haben ja vor kurzem 10 Jahre Abschaffung der Glühbirne gefeiert und die Aufregung in Deutschland war groß, in anderen Mitgliedstaaten nicht so groß. Wir haben uns zuerst über das hässliche Licht geärgert und sind mittlerweile mit den LEDs alle ganz zufrieden. Aber etwas vergessen wird ja, dass das Ziel war, insgesamt Stromeinsparungen vorzunehmen. Und die Europäische Kommission hat sich jetzt aus Anlass dieses Jubiläums auch mal angeschaut, wie sieht es denn jetzt aus? Haben wir denn durch die Abschaffung der Glühbirne oder diese Umstellung tatsächlich Strom und damit auch CO2 eingespart? Und der Effekt ist genau eingetreten, den man Rebound-Effekt nennt, dass man sagt, naja, diese LEDs, die sind ja wunderbar, die verbrauchen ja auch so wenig Strom, also machen sie sich ja jetzt auch nicht unbedingt ständig abschalten oder ich leuchte Dinge einfach auch besser aus. Also man nutzt effektiv
unterm Strich mehr. Und diesen Effekt haben wir auch im Straßengüterverkehr gehabt. Ich meine, die Fahrzeuge sind ja seit den 90er Jahren, was das CO2 angeht, vom Ausstoß her deutlich besser geworden. Also sowohl was den Kraftstoffverbrauch angeht, einfach weil da der Markt das so fordert, als auch was dann eben den entsprechenden CO2-Ausstoß angeht. Und man hat eine Senkung von so rund 30% gesehen. Aber wie wir alle wissen, ist der Straßengüterverkehr, also was aus den Straßen durch Lkw transportiert wird, stark angewachsen. Dennoch, also diesen Effekt kann man auch jetzt wieder haben durch diese Emissionsnormen. Ja? Und das ist ja auch ein Ziel, das die Europäische Kommission auch in ihrem Impact Assessment ganz klar setzt, dass sie sagt, es soll ja günstiger werden. Und wenn man eben, und wenn man das von den Technikern auch hört, dann sagen muss, naja, also so schnell werden uns eben diese völlig emissionsfreien Fahrzeuge nicht zur Verfügung stehen, dann werden wir eben noch eine gewisse Zeit, zumindest die nächsten, also bis 2025 ist dann doch davon auszugehen, dass man durchaus noch mit Verbrennungsmotoren hier auf den Straßen fahren wird, wenn wir eben diese Umstellung nicht so schnell haben. Und wenn man dann aber entsprechende Einsparungen von Kosten erhaben wird, dann besteht kein Anreiz, dass man eben den Gütertransport zum Beispiel auf die Schiene verlagert. Also auch hier Rebound-Effekt ist da durchaus jetzt nicht so ganz aus der Welt, sagen wir es mal so. Eine sichere Begrenzung durch diese Emissionsgrenzwerte hat man auch nicht. Es kommt wirklich darauf an, was letztlich gefahren wird. Ja? Wie gesagt, wenn mehr gefahren wird mit Verbrennungsmotoren, wird letztlich eben auch mehr emittiert werden. Und diesen Effekt kann man eingrenzen. Man hat es ja in anderen Sektoren schon gemacht über den Emissionshandel, darf man auch nicht vergessen. Also nahezu die Hälfte der europäischen CO2-Emissionen werden derzeit bereits europaweit durch so ein System reguliert. Also im Strombereich haben wir das. Und da nach anfänglichen Kinderkrankheiten haben wir dann auch tatsächlich einen Effekt. Also wenn Sie sich dann auch die entsprechenden Berichte der Europäischen Kommission anschauen, wir haben bis 2020 das Ziel der CO2-Reduktion in diesen Sektoren, die durch den Emissionshandel reguliert sind, auch erreichen. Also, und wie gesagt, hatte ich ja auch in meinem Statement gesagt, es gibt durchaus auch für Deutschland die Möglichkeit, so ein System einzuführen, sich entweder an das europäische anzudocken oder eben ein nationales System einzuführen. Wir sprechen ja heute über europäische Regulierung. Seit vorgestern Nacht kann man davon ausgehen, steht die. Aber die Frage ist ja, was Sie tun können. Und von daher kann ich nur dazu auffordern, dass man sich zumindest mit diesem Instrument des Emissionshandels ernsthaft befasst. Danke. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von der Linken, von Herrn Beutin und geht an Herrn Rieger. Ja, vielen Dank. Ja, es ist wieder immer wieder erstaunlich, wie sehr wir aus der rechtsradikalen Ecke hier mit Pseudo-Experten konfrontiert sind, die uns tatsächlich nicht zur Sache reden, sondern die längst wiederholte Behauptung, längst widerlegte Behauptung hier ständig wiederholen und Fake News in die Debatte reinbringen. Ich will aber dann doch lieber zum Thema fragen an Herrn Rieger. Und zwar zur generellen Einschätzung dieses Kompromisses, der dort verhandelt worden ist. Wenn man sich die Berichterstattung dazu anguckt, kann man ja den Eindruck gewinnen, dass diese Grenzwerte möglicherweise nicht so ambitioniert sind wie teilweise andere Vorschläge, die zur Debatte standen. Und es gab ja auch in einem oder anderen Bericht die Meldung, dass Deutschland sich an dieser Stelle zum wiederholten Male als Autolobbyist dann präsentiert hat. Wie schätzen Sie das ein? Und vielleicht können Sie das, diese Bewertung nochmal insbesondere im Hinblick auf die CO2-Zielvorgaben und die Anrechenbarkeit von Bonusfaktoren und insbesondere auch zur Frage, wie wird denn das Ganze kontrolliert und welche Möglichkeiten der Sanktionen gibt es auch, bewerten? Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also
Zunächst mal völlig richtig. Es ist ja so, dass der Bundestag nicht unmittelbar mit dieser Gesetzgebung befasst ist, aber natürlich mittelbar dadurch, dass sie alle auch noch irgendwie in Parteien sind, die dann durchaus auch Minister stellen in diesem Lande. Und die sind natürlich dann wiederum unmittelbar dort eingebunden. Und tatsächlich ist es auch nach meinen Informationen so, dass Deutschland auch bei den CO2-Grenzwerten für Lkw eher auf der Bremse stand. Das haben wir aber auch schon erlebt. Bei den Pkw. Von daher ist das wenig überraschend. Ich finde das insofern natürlich problematisch, weil Deutschland nun mal ein Schwergewicht in Europa ist und entsprechend unsere Stimme im Rat viel zählt. Wir haben beim Europäischen Parlament gesehen, dass die Abgeordneten dort wesentlich weiter waren, mehr wollten, dass es aber auch viele unserer Nachbarstaaten wollten. Und von daher ist es natürlich zunächst mal hochproblematisch, wenn Deutschland hier nicht in vollem Umfang mitziehen will. Sei es drum. Was dahinter steht, ist letztlich sicherlich die Idee davon, dass man hier in gewisser Art und Weise die Automobilindustrie beschützen müsse. Und ich will darauf hinweisen, ich hatte das in meinem Eingangsstatement genannt, wir leben nun mal in einer Welt, die global vernetzt ist und auch die Märkte sind nun mal global und die Nachfrage in anderen wesentlichen Märkten hat sich unlängst verändert. Das ist in erster Linie so, wenn wir nach China gucken, im Bereich der Elektro-Pkw. Das ist dort genauso bei den Elektrobussen. Die Elektrobusse werden ausschließlich von nicht-deutschen Herstellern, dieser Markt wird ausschließlich von nicht-deutschen Herstellern bedient. Und wir laufen Gefahr, dass wenn wir uns jetzt nicht auf den Weg machen, unsere Hersteller auch dazu anzuhalten, viel stärker als bisher in diese Richtung Null-Emissions-Lkw zu entwickeln, dann werden diese Märkte in absehbarer Zeit nicht mehr für uns zur Verfügung stehen. Und das hat nicht nur den Driver CO2 an der Stelle, sondern natürlich auch Luftschadstoffbelastung in den Städten, in den Megacities. Und wir brauchen darauf Antworten. Und es wurde vorhin auch schon völlig zu Recht gesagt. Natürlich haben wir jetzt nicht den 40-Tonner in der Tasche, der sozusagen emissionsfrei die 1000 Kilometer durchfährt. Natürlich nicht. Aber wir müssen anfangen und wir werden bei den leichten Nutzfahrzeugen sozusagen haben wir bisher natürlich schon am meisten Fahrzeuge und dann sind mittlerweile mit dem E-Actros und so weiter, Sie wissen das sozusagen wesentlich besser als ich, Volvo und DAF und wer nicht alles schon sozusagen Fahrzeuge unmittelbar in der Pipeline hat, die zumindest mal im städtischen Güterverteilverkehr und so weiter hervorragend eingesetzt werden können. Und von da aus müssen wir uns weiterentwickeln. Von daher ist sozusagen die Strategie, die Deutschland hier im Rat verfolgt hat, aus meiner Sicht führt das in eine falsche Richtung, auch wenn die Gründe, die sozusagen dahinter stehen, die kann ich verstehen. Aber es muss viel mehr jetzt darum gehen, die Rahmenbedingungen hier so zu setzen, ich glaube, Herr Mock sagte es vorhin schon, dass wir etwas gestalten und nicht nur verwalten, was da über uns kommt. Und von daher, wir haben wesentliche Stellschrauben, wo wir nochmal überprüfen müssen, macht es Sinn, Diesel mit 8 Milliarden Euro jährlich zu subventionieren, macht es Sinn, dass wir die Maut vielleicht nochmal weiter spreizen, die Mautausnahmen für Gas und Elektro-Lkw sind ja jetzt erstmal für wenige Jahre verabschiedet. Das sind all diese Hebel, die nochmal zusätzlich Anreize stellen, dass wir marktseitig einfach viel mehr unterstützen, dass diese Fahrzeuge auch kommen und dass es ökonomisch Sinn macht. Und das sind genau die Punkte, über die wir an dieser Stelle hier noch mal reden sollten. Dankeschön. Und für die Grünen fragt Frau Badum Herrn Cornelis, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also Herr Rieger, ich kann Ihnen vollkommen zustimmen, nur in einer Sache nicht. Ich kann Deutschland nicht verstehen, sich so die Bundesregierung so verhält. Ich möchte auch gern ausführen, warum. Also erstmal finde ich sehr gut, dass wir uns vermehrt in den letzten Monaten über Klimaschutz im Verkehr endlich unterhalten können, nachdem der Umbau der Energiewirtschaft zumindest ja, ein Ende sich dort abzeichnet oder ein Kompromiss sich dort abzeichnet. Denn es ist unser großes Sorgenkind. Und Frau Vorsitzende, Sie haben es gesagt, ein Drittel der Emissionen im Verkehrsbereich, ja, die sind durch das Thema LKWs bedingt. Und das Verkehrsministerium hat ja selbst gesagt, dass der Straßengüterverkehr stärker ansteigen wird. Umso historischer und umso wichtiger ist jetzt diese Einigung, dass es erstmals CO2-Grenzwerte für LKWs gibt. Das möchte ich wirklich ausdrücklich sagen, zumal das 15 Jahre ja gedauert hat, bis man an diesen Punkt gekommen ist. Jetzt ist die Frage, Herr Rieger, Sie hatten ja ausgeführt, dass Deutschland dort als Blockierer unterwegs war. Und ich kann es deswegen ehrlich gesagt nicht verstehen und Deutschland müsste ganz, ganz kleine Brötchen im Bereich Klimaschutz backen, insofern, als dass man da mehr machen müsste. Kleinere Brötchen im Bereich Verhinderung des Klimaschutzes backen.
weil Sie wissen alle und da besonders auch die Koalitionäre sind ja schon darauf aufmerksam geworden, hoffe ich mal, dass wir unsere Klimaziele im Bereich Verkehr und Wärme meilenweit verfehlen, unsere Reduktionsvorgaben. Wir haben uns alle schon daran gewöhnt, wir müssen uns hier Emissionsrechte dann zukaufen. 30 bis 60 Milliarden stehen im Raum ab 2020, das haben Sie vielleicht schon im Haushalt eingepreist, absolut okay, super. Bloß jetzt ist es leider so, da kam auch heute die Nachricht, wir müssen wahrscheinlich so viele Emissionsrechte zukaufen, dass es dieses gesamte europäische Klimaregime ja an den Rand des Scheiterns bringen wird. Was Deutschland hier versäumt, das kann nicht mehr ausgeglichen werden und nicht mal mehr durch einen Zukauf. Und in dieser Situation wundere ich mich, dass man europäische Vorgaben und europäische Ziele verwässern will, was doch wohl besser wäre, als wenn man noch mehr nationale Maßnahmen ergreifen müsste. Das heißt ja immer, wir sollen mit allen anderen in der Allianz handeln. Jetzt hat man genau das wieder verhandelt, dass es hier ehrgeiziger wird. Und vor diesem Hintergrund, Herr Cornelis, würde mich interessieren, die jetzige Einigung zu den Lkw-Grenzwerten, wie viel können wir denn dadurch effektiv einsparen bei den deutschen Emissionen im Verkehrsbereich, beziehungsweise welche Lücke würde noch verbleiben? Danke. Vielen Dank. Naja, wenn unsere Analyse zeigt, dass wir jetzt noch in Europa noch oder in Deutschland eine Lücke haben, also ohne Maßnahmen am Business-Usual-Szenario in 2030 eine Lücke haben von 26 Megatonnen CO2 von LKWs und wir müssen dann ja, diese Lücke schließen. Wir haben es auch untersucht und mit einem Grenzwert von 15% und 30%, wie man beschlossen hat, und 5% Null-Emissionsfahrzeuge in 2025 und 10% in 2030, dann haben wir noch immer noch eine Lücke von 17 Megatonnen CO2. Also das, dann haben wir das, schaffen wir 32%. Also wir müssen dann noch viel mehr machen. Wenn wir zum Beispiel die Anzahl von Null-Emissionsfahrzeugen, wenn das steigt von 10% nach 30%, dann schaffen wir hier in Deutschland schon mehr als die Hälfte von dieser Lücke von 26 Megatonnen CO2. Also es zeigt, mit einer gewissen Aufnahme von Null-Emissionsfahrzeugen können wir schon etwas schaffen. Aber ja, wir sind noch nicht immer da und deswegen müssen wir auch noch mehr machen, auch hier in Deutschland und auch auf EU-Ebene. Deswegen ist der Review eine sehr gute Gelegenheit in 2022, um noch mehr zu machen. Das heißt, auch CO2-Grenzwerte für die andere Fahrzeugkategorien einzuführen, auch für die Anhänger, aber auch für Busse ein Verkaufsziel einzuführen, auch auf EU-Ebene in 2022 in diesen Review-Prozess. Weil, also für Busse brauchen wir keinen CO2-Grenzwert mehr. Ja? Also ich glaube, die Technologie ist schon sehr klar. Ja? Also die Busse, die werden alle Null-Emissionsbusse sein. Die Städte, ja, die wollen keine anderen Busse mehr und die meisten Busse, die kommen jetzt aus China. Also wir haben jetzt in einer chinesischen Stadt haben wir 16.000 Elektrobusse, in ganz Europa haben wir jetzt 1.600 Elektrobusse. Also das zeigt schon, dass wir noch einen Job haben. Also deswegen glaube ich ja, dass dieser Review-Prozess auch echt eine sehr gute Gelegenheit ist, auch auf EU-Ebene mehr zu machen. Und dann auf Nationalebene muss man noch mehr machen hier in Deutschland, um weiter noch diese Umschaltung weg von fossilen Brennstoffen zu Null-Emissionsfahrzeugen, um das zu machen. Das heißt, investieren in Infrastruktur, Mautbefreiung für LKW, Elektro-LKW ist ein guter erster Schritt, aber da kann und muss man noch mehr machen. Danke. Dankeschön. Damit sind wir am Ende der ersten Runde. Wir verkürzen die Frage- und Antwort-Budgetzeit jetzt auf 4 Minuten. Und ich habe Meldungen von Union und SPD. Wenn ich keine Meldung habe, kann ich die Fraktion nicht aufrufen. Aber jedenfalls kann ich die Union aufrufen. Und das ist Herr Schreiner, der Herrn Iwer fragt. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Herr Iwer, Sie haben vorhin eindrucksvoll erklärt, dass es ja nicht nur reicht, auf eine Grenzwertdiskussion zu gehen, sondern eben auch flankierende Maßnahmen braucht. Jetzt ist in der aktuellen Entwurf der Kommission ja auch die Diskussion über die Strafzahlungen, die im ursprünglichen Entwurf von einer Höhe von 6.800 Euro, wir hören jetzt, es sind wohl geringere Zahlen im Umlauf, und gleichzeitig hat sich der Rat
und auch das Parlament dazu ja auch klar positioniert. Das sind aber Zahlungen, die sich ja schnell summieren können und die möglicherweise dann auch für den Ausbau und die Forschung und die Entwicklung von emissionsärmeren Technologien dann möglicherweise auch in der industriepolitischen Komponente einfach fehlen werden. Und da wird mich einfach Ihre Haltung als auch IG Metall dazu interessieren. Ja, vielen Dank für die Frage. Das Thema mit Strafzahlung ist immer sehr ambivalent. Sie bilden natürlich erstmal einen starken Anreiz für die Unternehmen. Das ist ja die Begründung der Kommission und des EP, solche Instrumente einzuführen, bieten einen starken Anreiz, ein Stück weit auch tatsächlich die Ziele erreichbar zu machen. Und die Herleitung kommt immer, dass man sagt, wie hoch wären eigentlich die CO2-Vermeidungskosten im Verhältnis zu einer Strafzahlung. Das Problem, was wir bei den Strafzahlungsdimensionen, die hier jetzt verabredet sind, sehen, ist, dass die Hersteller, die nun mal deutlich kleiner sind, auch von der Anzahl der Fahrzeuge und auch von ihrer wirtschaftlichen Potenz als zum Beispiel im Pkw-Bereich, doch unter einem extremen ökonomischen Druck gesetzt werden, weil ein Gramm Abweichung pro Tonnenkilometer führt eben zu etwa bei dem südwestdeutschen Hersteller, der ungefähr 80.000 Fahrzeuge in Europa verkauft, zu einer hohen dreistelligen Millionen Schadenszahlung. Und jetzt könnte man damit noch einigermaßen gut leben, wenn tatsächlich die Hersteller die Zielerreichung auch komplett verantworten könnten. Das ist aber, wie ich es ausgeführt habe, nicht gegeben. Ein guter Teil der Erreichung dieser Ziele muss zum Beispiel durch eine kohärente Einsatzgeschichte bei den Frachtunternehmen passieren. Dafür kann der Hersteller nicht wirklich haften. Er kann nicht garantieren, dass das Fahrzeug so eingesetzt wird, wie es auf dem Prüfstand gelaufen ist. Das ist ein Stück weit ein Unterschied zum Pkw-Bereich. Und das treibt uns schon sehr stark um. Deshalb habe ich vorhin gesagt, wir brauchen, da wir ja an solchen Penalty-Modellen nicht vorbeikommen wird, brauchten wir flankierende Aktivitäten, zum Beispiel, die darauf abzielen, dass die Potenziale aus der Aerodynamik, die nicht am Fahrzeug sitzen, sondern am Trailer, beim Anhänger und so weiter, dass die auch umgesetzt werden. Wenn es da keine massiven Anreize oder auch regulatorische Vorgaben gibt, wird möglicherweise sonst aufgrund des hohen wirtschaftlichen Drucks in dieser Branche, und vorhin ist ein paar Mal gesagt worden, die Branche ruft nach schadenminderten Fahrzeugen. Das ist eine Branche, die eine durchschnittliche Rendite von kleiner 1% hat. Die ist sozusagen extrem auf Kante genäht, was ökonomische Handlungsfähigkeiten angeht. Einer der Gründe, weshalb auch die Arbeitsbedingungen in der Logistikbranche nicht so ganz erquicklich sind. Und die brauchen eine Mischung aus Anreiz und regulatorischen Vorgaben, das auch zu machen. Und wir brauchen zum Teil sogar, ich habe das Thema Fahrzeuglängen angesprochen, wenn alle Aerodynamikmodelle ausgereizt werden, brauchen wir Veränderungen in dem Bereich, wie lang dürfen Fahrzeuge, die 40 Tonnen transportieren, denn tatsächlich sein. Wenn es da keine Änderungen gibt, geht das 1:1 zur Tonnage und dann geht es 1:1 sein, dass das ausschließlich die Frachtkosten reduziert. Und dann fürchte ich, wird das passieren, was in unserem Transportsektor viel zu häufig passiert, dass nämlich Systeme ausgeschaltet werden oder auch weggeklappt. Vielen Dank. Und die nächste Frage kommt von Frau Scheer. Meine Frage geht sowohl an Herrn Kluschke als auch Herrn Mock. Und zwar von Herrn Kluschke hätte ich gerne eine Einschätzung darüber, welche Anreize man flankierend auf der nationalen Ebene noch machen könnte. Sie hatten ja beide auch die Technologieoffenheit in den Raum gestellt. Und dann von Herrn Mock hätte ich dann ergänzend dann noch mal gerne eine Auskunft darüber, wie die Arbeitsplatzentwicklung im Zuge der Einführung alternativer Antriebe zu auch vergleichsweise zu beurteilen ist, also vergleichsweise zwischen den verschiedenen Technologien. Mache ich vielleicht den Anfang an der Stelle. Danke für die Frage. Die Anreize sind aus meiner Sicht zweigeteilt oder können zweigeteilt sein. Das eine ist, dass wir die aktuelle Dieseltechnologie eben ein Stück weit realistischer gestalten. Das heißt, die ganzen externen Kosten, die aktuell verursacht werden durch die Dieselemissionen und Dieselfahrzeuge, eben quantifizieren und als interne Kosten in die Kalkulation mit aufnehmen. Das ist heute nach meinem Verständnis nicht komplett der Fall. Und ich denke, das wäre ein guter erster Schritt, um eine vergleichbar
Möglichkeit, zu alternativen Antrieben oder Kraftstoffen herzustellen, die eben CO2-neutral sind oder CO2-neutraler zumindest. Das heißt, das wäre die eine Richtung. Und die andere Richtung wäre eben eine Förderung der alternativen Antriebe. Das könnte zum Beispiel über eine weitere Lockerung der Mautvorschriften sein, ähnlich wie vorhin schon angesprochen, auch vielleicht für synthetische Kraftstoffe. Oder eben auch über weitere Unterstützung in der Forschung, insbesondere was die Infrastrukturthematik angeht, die ich vorhin eingangs erwähnte. Denke ich, sind wir da zum Beispiel im Brennstoffzellenbereich oder im Wasserstofftankstellenbereich noch relativ blank unterwegs. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eine weitere Förderung der Forschung und der Praxisprojekte hier für alternative Antriebe und deren Infrastruktur durchaus förderlich wäre. Zum zweiten Teil der Frage. Ich habe das ganz bewusst so offen formuliert. Es gibt im Lkw-Bereich mehrere Technologien, die vorstellbar sind für die längerfristige Zukunft. Dazu gehören zunächst einmal Hybridisierung der Fahrzeuge, dann Batteriefahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge oder diese Oberleitungssysteme. Jeder dieser Technologien hat aus meiner Sicht Vor- und Nachteile. Jeder dieser Technologien ist mit bestimmten Arbeitsplatzeffekten verbunden. Wichtig finde ich zu betonen, dass es einfach kritisch für uns ist, dass diese Technologien in Europa produziert werden und hier zur Wertschöpfung beitragen. Das Busbeispiel wurde vorhin schon erwähnt. Das ist aus meiner Sicht ein Markt, den haben wir quasi schon verloren. Da sind die Chinesen führend. Gerade vor kurzem wieder ein Gespräch mit einem deutschen Autohersteller oder einem Lkw-Hersteller gehabt, wo sie einräumen mussten, dass man vor Mitte 2020 eigentlich nicht mit größeren Elektrobussen von diesem Hersteller rechnen kann. Und das finde ich sehr, sehr traurig und finde, da haben wir eine Chance verschlafen. Bei den Lkw können wir das noch schaffen. Und es ist eben wichtig, dass wir dann dieses Thema frühzeitig zum Einsatz hier bringen in Europa und auch hier produzieren. Und ganz wichtig, das muss auch eine europäische Lösung sein. Es hilft nichts, wenn wir hier ein Oberleitungssystem in Deutschland aufbauen oder auch ein Brennstoffzellensystem mit Wasserstoffinfrastruktur, wenn die anderen europäischen Länder nicht mitziehen. Und da muss man ganz frühzeitig anfangen, das aufzubauen, um die Arbeitsplätze hier zu halten. In jedem Fall profitieren wir alle davon, wenn Technologien in Europa produziert werden. Die Wertschöpfung steigt, es werden mehr Arbeitsplätze hier geschaffen. Umgekehrt geben wir weniger Geld für Kraftstoffe aus und damit auch für die Ölimporte. Und letztlich ist es eine positive Bilanz für uns als Gesamtgesellschaft, weil wir hier Arbeitsplätze schaffen, anstatt im Nahen Osten oder in Russland. Kurze Nachfrage in den 30 Sekunden hinsichtlich der unterschiedlichen Technologien. Sie hatten ja die Technologieoffenheit angesprochen, Brennstoffzelle, Batteriebetrieben, gerade die beiden gegenübergestellt. Ja. Wie da im Vergleich die Arbeitsmarktentwicklung in der Technologieherstellung zu beurteilen ist? Es kommt ganz darauf an, wo die Batteriezellen gefertigt werden, wo die Batteriepacks zusammengepackt werden. Auch bei den Lkw und Fahrzeugen kann ich mir Szenarien vorstellen, wo hier in Europa, in Deutschland viele Arbeitsplätze entstehen. Es gibt aber da umgekehrt das Risiko, dass die Technologien oder die Batterietechnologien in China oder in Asien produziert werden. Bei den Brennstoffzellen ist es wahrscheinlich, ist das Risiko geringer, weil wir hier in Europa derzeit noch führend sind und zumindest die Chance haben, hier auf einer sehr soliden Basis aufzusetzen und das auszubauen. Aber wie gesagt, ich glaube, da müssen wir uns ziemlich schnell damit befassen und dürfen es nicht verschlafen. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Herrn Bernhard an Herrn Professor Lüdecke, bitte. Ja, ich will nochmal anschließen an die Frage, die ja hier jetzt so häufig in der Runde aufgeworfen wurde. Wer soll das eigentlich alles bezahlen? Die Politikvermeidung, die CO2-Vermeidung kostet die Bürger in unserem Land Milliarden von Euro. Allein letztes Jahr, allein die Energiewende 27 Milliarden Euro. Und das Pariser Klimaschutzabkommen, das die Regierung ja unterschrieben hat, da haben wir uns ja zu umfangreichen Reduzierungen von CO2 verpflichtet. Während dasselbe Abkommen vorsieht, dass Schwellen- und Entwicklungsländer, die rund 60% des CO2s erzeugen weltweit, wie zum Beispiel China und Indien, bis 2030 unbegrenzt ihren CO2-Ausstoß erhöhen dürfen. Der deutsche Anteil des menschengemachten CO2 ist gerade mal 1,8%. Wie relevant ist eigentlich die deutsche CO2-Vermeidungsstrategie oder die Vermeidungspolitik, die wir führen, überhaupt, wenn man das weltweit und global betrachtet? Und die zweite Frage ist, wie bewerten Sie die Pläne der Regierung, alle Kohlekraftwerke in Deutschland stillzulegen, vor dem Hintergrund, dass China und Indien allein 3.700 Kohlekraftwerke in Betrieb haben und allein in diesen zwei Ländern gerade weitere 600 im Bau sind? Wie bewerten Sie denn das eigentlich? Wie bewerten Sie, der Kern der Frage ist, was sind eigentlich unsere ganzen Anstrengungen wert, global betrachtet? Bringt es überhaupt was wir tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Was sind die Anstrengungen wert? Man kann ja mal abschätzen, was sie wert sind. Das ist gar nicht schwer. Sie haben ja gerade erwähnt, Deutschland ungefähr 2%, die EU 10%. Was macht denn das an geringerer Erwärmung aus, falls man die schlimmsten Annahmen des IPCC zugrunde legt? Und dann sieht man, das ist ein Hundertstel von Grad. Mehr ist das nicht. Das sind Fakten. Die werden nicht wahrgenommen von Ihnen. Gut, das ist okay, aber es sind nun mal Fakten, die da sind. So, und nun gibt es eigentlich, das ist zumindest meine naive Meinung, für jede Maßnahme, auch politische Maßnahme, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, Verhältnismäßigkeit, Nutzen zu Aufwand. Wenn der Nutzen null ist und der Aufwand groß ist, dann ist so eine Maßnahme nicht verhältnismäßig. Sie kann vielleicht religiös sein, sie kann vielleicht ideologisch sein, aber rational ist sie verrückt. Das muss man dazu sagen. Und in dem Zusammenhang ist es tatsächlich von Deutschland, es ist nicht einzusehen, dass wir unsere Kohlekraftwerke abschalten und der Faktor 10 oder Faktor 100 nicht nur die Chinesen, sondern inzwischen auch die Afrikaner anfangen, Kohle zu verbrennen. Wozu machen wir das? Wir machen unsere Industrie damit kaputt, nützen aber, was die CO2-Vermeidung angeht, überhaupt nichts. Die Frage, ob CO2 nun wirklich etwas macht, ist noch gar nicht mal angeschnitten bei dieser Angelegenheit, denn viele von Ihnen, die zumindest auf dem Gymnasium aufgepasst haben, werden ja wissen, dass CO2 Pflanzendünger ist, also Luftdünger, wenn man so will. Also Tomatenzüchter, die begasen ihre Gewächshäuser damit. Das heißt, die Welternährungsernten haben sich erhöht, die Erde ist ergrünt, der Spiegel hat sogar darüber berichtet. Und man muss auch bedenken, dass es eine untere Grenze gibt, ab der die Photosynthese nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, wo die liegt, aber so vielleicht 200, 250 ppm, dann ist Schluss. Wir liegen also sehr dicht an der unteren Grenze. Das heißt, wir sollten alles Interesse daran haben, zwei Dinge zu tun. Erstmal wirklich zu klären, ob CO2 klimaschädlich ist, und zwar objektiv, weltweit, alle Experten mal zusammenrufen und nicht Ideologien verbreiten. Das ist das eine. Und zum Zweiten sollten wir überlegen, ob die Maßnahmen, die wir hier jetzt ergreifen oder dabei sind zu ergreifen in Deutschland und auch in der EU, ob die verhältnismäßig sind. Dankeschön. Dankeschön. Und Herr Köhler hat eine Frage an Herrn Dr. Reichert. Bitte. Genau, ja, vielen Dank für die Antworten, und zwar, also für die Antworten der vorgegangenen Runde, und zwar wollte ich auf was eingehen, was Frau Weisgerber ganz am Anfang angesprochen hat. Und zwar hat sie vom Prüfauftrag zu den E-Fuels gesprochen. Jetzt kennen wir uns als FDP ja durchaus mit Prüfaufträgen aus und wie man das nicht machen sollte, deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Was mich interessieren würde, ist die Frage, ist die jetzt vorgestellte Vorschlag, ist der wirklich technologieoffen? Und ist die Idee, mal darüber nachzudenken, synthetische Kraftstoffe irgendwann mal zu nutzen für Teile des Betriebs, für Teile der Umsetzung, ist die da in irgendeiner Weise aufgegriffen? Dazu noch die Frage verbunden ist, wie ist denn die Anreizstruktur für synthetische Kraftstoffe? Und würden Sie davon ausgehen, dass Ihrer Meinung nach die Art und Weise, wie wir jetzt vorgehen, nämlich keine Planungssicherheit für Unternehmen zu geben, dass E-Fuels irgendwann mal angerechnet werden müssen, ist ja nur ein Prüfauftrag, ab 2022 dazu führen wird, dass wir jetzt hohe Investitionen in den Bereich synthetischer Kraftstoffe und E-Fuels sehen werden? Ist ja eine durchaus offene Frage. Die Bundesregierung betont ja die Technologieoffenheit immer. Also was jetzt diese europäische Regulierung angeht, das ist auch ein Kritikpunkt, den wir hatten. Da stellt sich schon die Frage der Technologieoffenheit. Diese Supercredits, die hier ja auch schon angesprochen wurde, also die Möglichkeit, durch bestimmte emissionsarme oder emissionsfreie Fahrzeuge sein Flottenziel, wir sprechen ja letztlich von Flottenzielen für Hersteller, also und sozusagen über diese Supercredits den Herstellern die Möglichkeit zu geben, ihre Ziele zu erreichen, die sind letztlich so ausgestaltet, dass alles auf batterieelektrische Fahrzeuge hinausläuft, die da besonders bevorzugt werden. Von daher, nach der jetzigen Regulierung kann man schon die Frage stellen, ob das so technologieoffen ausgestaltet ist
oder ob das nicht sehr in eine Richtung geht. Und das ist eigentlich etwas, was man vermeiden sollte, weil wir heute noch gar nicht wissen können oder zumindest nicht mit letzter Sicherheit wissen können, welche Technologien denn dann auch zum Beispiel für die Langstrecke wirklich geeignet und sinnvoll sind. Gerade batterieelektrische Lösungen sind ja eher etwas für, sagen wir mal, den Lieferverkehr in den Städten, und da ist man ja auch durchaus einen Schritt weiter, und da bahnen sich sinnvolle Lösungen an. Aber wie gesagt, so wie das jetzt ausgestaltet ist, ist es mit der, oder kann man durchaus Zweifel haben, dass es technologieoffen ist. Noch eine Nachfrage? Genau, damit verbunden hatten Sie ja sozusagen, hatte ich den ersten Teil der Frage, war die Frage nach nach der Anreizstruktur. Und Sie hatten ja eben noch schon mal ausgeführt, dass sozusagen nicht sichergestellt ist, wie das über diese aktuelle Beschluss wir die Ziele erreichen. Jetzt würde ich mich nochmal interessieren, Ihre Einschätzung dazu, wie hoch ist denn der Flottendurchsatz? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, aber klären Sie mich bitte auf, geht es ja nur um die Neuwagenflotte, also die neue Lkw-Flotte und nicht die Gesamtflotte. Aber vielleicht habe ich das falsch verstanden. Und wenn jetzt das hohe Lied dieser CO2-Absage... Lassen Sie noch Zeit für die Antwort. Ja, ich danke, Frau. Wenn Sie mich nicht unterbrechen würden, würde ich das tatsächlich auch schaffen. Aber das ziehen wir jetzt mal, das schlagen wir oben drauf, ne? Ja, unser kleines Gefecht, danke. Wenn Sie dann... ja, also na, da können wir uns nochmal in der Operation. Da mache ich es ganz schnell. Ja. Nee, Sie brauchen das gar nicht schnell machen. Das können Sie gerne oben nochmal draufrechnen. Ich will hier nicht irgendwie. Genau. in der Tat ist es so, dass diese Emissionsnormen, so wie sie jetzt beschlossen sind, nur für die Neuwagenflotte gelten. Also wir erfassen eben nicht alles. Und das hatte ich ja auch vorher schon ausgeführt. Beim Emissionshandel wäre das eben anders. Also wenn Anreizstrukturen und überhaupt Erfassung der Flotte und wie schnell die Umsätze sind, wie lange so ein LKW fährt, wäre man beim Emissionshandel, das ist der ganzheitlichere Ansatz, der entsprechende Anreize dann eben auch setzen kann, weil er eben genau schaut, was wird denn verbrannt, was wird denn tatsächlich emittiert. Und dafür ist die Lenkungswirkung da über eine Preissetzung, eine CO2-Bepreisung, die man auch durch Steuern, auch durch andere Möglichkeiten ergreifen kann. Aber Emissionshandel ist eben da eine Möglichkeit, die eben Emissionsnormen so nicht bieten. Dankeschön. Und Herr Beuthin, an Herrn Krieger, bitte. Vielen Dank. Noch kurz eine Nebenbemerkung an den Fake-News-Experten hier. Der Weltklimarat hat ja sehr deutlich gemacht im letzten Jahr, dass jedes Zehntelgrad an Einsparung von CO2 Wirkung hat. Insofern ist genau das wichtig. Und darüber hinaus haben wir die Situation, dass die Kosten viel höher sein würden, wenn wir nicht handeln würden in dieser Situation. Aber tatsächlich noch einmal zum Thema überraschenderweise. An Herrn Rieger zwei Fragen. Die erste Frage: Welchen Beitrag haben die jetzt vorgeschlagenen Verordnungen tatsächlich für die Erreichung des Klimaziels 2050, gerade im Bereich im Hinblick auf den Verkehrssektor? Und zweitens, Stichwort Technologieoffenheit. Wie schätzen Sie das ein? Welchen Beitrag können da beispielsweise LNG-Gas oder synthetische Treibstoffe im Vergleich zu Elektro leisten? Tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, der zweite, aber zunächst zum Beitrag, den diese Verordnung leisten kann. Also das Öko-Institut hat zuletzt berechnet, dass wir mit dieser Verordnung in etwa 5 bis 6 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Zur Erinnerung, wir müssen ungefähr 70 erreichen, nur mal um die Größenordnung hier klar zu machen. Zur Frage der Technologieoffenheit beziehungsweise den mit im Raum stehenden sogenannten Alternativen Gas, LNG, CNG, Biogas und den E-Fuels. Hier müssen wir ein bisschen unterscheiden, aber ich würde sagen, ein Prinzip sollte uns an dieser Stelle leiten, und das ist das der Energieeffizienz. Wenn wir wissen, dass wir aus den Fossilen aussteigen müssen, und das bestreiten ja nicht mal die Leute, die im Moment LNG und CNG sozusagen als Lösung für den Verkehrssektor auch mit anbieten,
dann wissen wir, dass sozusagen fossiles Gas schon mal an der Stelle uns nicht weiterhilft. Wir müssen da raus. Die Well-to-Wheel-Betrachtung zeigt für den Lkw in etwa eine bessere CO2-Bilanz im Vergleich zu Diesel von, also in dem Bereich von minus 2 bis plus 5%. Das heißt, wir können auch nicht mal sicher sein, ob wir sozusagen mit Gas tatsächlich an der Stelle irgendetwas zum Besseren wenden. Deshalb ist sozusagen fossiles Gas sowieso an der Stelle keine Option. Und dann wird natürlich immer argumentiert, ja, wir machen das ja absehbar dann auch alles mit Gas aus erneuerbaren Quellen. So. Und an dieser Stelle komme ich also zum Effizienzprinzip. Die Umwandlung ist immer mit erheblichen Energieverlusten verbunden. Und je mehr Umwandlungsschritte wir haben auf dem Weg, sei es von erneuerbarem Strom oder eben auch sozusagen dann die Biomasse, ist natürlich an der Stelle dann immer erstmal ein Verlust. Das heißt, wir sind am Ende schlechter gestellt, als wenn wir Strom direkt nutzen würden. Deshalb sind solche Lösungen wie Oberleitungs-Lkw, batterieelektrisch bis zu einer bestimmten Distanz und selbstverständlich auch Wasserstoff mit der Brennstoffzelle dann am Ende Lösungen, die hier besser sind, als wenn wir uns zum Beispiel dann auch Diesel bauen, was ja also sozusagen die E-Fuels auch immer möglich ist, uns Strom zu nehmen und dann eben synthetischen Diesel zu bauen. Von daher, das sind an der Stelle aus Effizienzgründen einfach keine Optionen. Und von daher ist das Prinzip der Technologieoffenheit an dieser Stelle auch zu hinterfragen, weil wir nicht beliebig viel Geld haben, um all diese Infrastruktur, Ladeinfrastruktur, LNG, Importterminals und so weiter, die Verteilnetze, die Tankstellen und so, in beliebiger Stückzahl hochzuziehen. Und das Prinzip sozusagen eines gesamteuropäischen Wirtschaftsraums wurde an der Stelle ja auch schon genannt. Wir müssen das auch noch mit unseren Nachbarstaaten absprechen, um am Ende ein System hinzubekommen, was grenzüberschreitend funktioniert. Aber tatsächlich sind also synthetische Kraftstoffe und Biokraftstoffe jeweils nicht in der Lage, hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Dankeschön. Und für die Grünen, Herr Kühn, bitte. Ja, die erste Frage geht an Herrn Iwer. Es gab ja große deutsche Unternehmen, die aus dem Bereich der Logistikbranche, die sich strengere Einsparziele gewünscht hätten und sozusagen da mehr sich Innovationen von den Herstellern wünschen, neue Technologien und so weiter. Das hat alles Auswirkungen auf Wertschöpfung und Beschäftigung. Vielleicht aus Ihrer Sicht nochmal, Sie haben schon rund um das Fahrzeug so ein paar flankierende Maßnahmen genannt, aber vielleicht können Sie nochmal Richtung ordnungspolitischer Rahmen, Infrastruktur aufbauen, nochmal sagen, was da sozusagen die wesentlichen politischen Handlungsfelder sind, um dort erfolgreich zu sein und natürlich Wertschöpfung und Beschäftigung im Land zu halten. Und die zweite Frage geht an Herrn Cornelius. Herr Rieger hat das ja schon ein bisschen angeteasert, nämlich die Frage, technologieoffen klingt alles super, aber wenn man sich genau das Thema Effizienz anguckt, CO2-Minderungspotenzial, auch die Kosten und natürlich den Energiebedarf, um sozusagen solche Kraftstoffe herzustellen, können Sie dann nochmal aus Ihrer Sicht sagen, was sind so die wesentlichen Technologieoptionen, die Sie sehen und welche Rahmenbedingungen braucht es da sozusagen, um tatsächlich dort diese Innovationen und die neuen Technologien auf den Markt zu bringen oder in den Markt zu bringen? Ja, das Thema von Randbedingungen ist natürlich wenn man da eintaucht, kommt man, glaube ich, sehr schnell ins Detail. Ein Stichwort ist Infrastruktur. Das wird jetzt vermutlich im Lkw-Verkehr ein bisschen einfacher als bei den Pkws sein, weil wir reden im Kern über den Hub-to-Hub-Verkehr und über Transportzentren, die angebunden werden müssen. Zumindest bei den größeren wird es auch einfacher sein, dort eine entsprechende Ladeinfrastruktur zu realisieren. Da reden wir nicht mehr über das Laternenparken. Was aber da dann sehr schnell passiert ist, dass man zum Beispiel die entsprechende Anbindung braucht, wenn man entsprechende Elektrifizierungsquoten bekommt an Mittelspannung und andere elektrische Ausrüstungen, weil das muss halt dann auch in sehr hoher Dichte und dann in der Regel wahrscheinlich nachts stattfinden. Das Zweite, wo wir glauben, dass ein großer Einspardimension drin ist, auch wenn das jetzt hier nicht Kernthema dieser europäischen Regulation ist, ist rund um das Thema Nutzung der Fahrzeuge. Das fängt an bei Digitalisierungsoptionen, bei Fragen auch von automatisierten Fahren, bei der Frage der letzten Meile in die Städte rein. Und eine dritte Dimension, ich hatte das angesprochen an ein paar Einzelthemen, ist diese Frage Regulation rund um das Fahrzeug selber und das Thema Fahrzeugaerodynamiken.
wenn wir keine Vorschriften bekommen, dass zum Beispiel die Leichtlaufreifen einzusetzen sind, wenn sie zu verträglichen Kosten da sind, dann entgehen 10% Einsparpotenzial oder 8%. Das ist, glaube ich, die Größenordnung, die daran liegt. Und der Einsatz des Reifens entscheidet nun mal nicht der OEM. Also da an diesen Schnittstellen, glaube ich, ist es sehr, sehr, wird es sehr wichtig sein, da genau hinzugucken und nachzusteuern. Danke, ich versuche mal ganz schnell. Also ich bin damit einverstanden, dass LNG und synthetische Kraftstoffe nicht die Zukunft sind. LNG zum Beispiel, es gibt einen Auf-der-Straße-Test, die zeigt ganz klar, hat man zwei LNG-LKWs mit einem Diesel-LKW verglichen und die NOx-Emissionen von LNG-LKWs, die waren höher bei niedrigen Geschwindigkeiten, also in die Städte, wo es wirklich echt wichtig ist, als ein Diesel-LKW. Das ist ein Ding. Die CO2 von diesen zwei LNG-LKWs, also die CO2-Ausstoß, die war 3-6% niedriger als ein Diesel-LKW, also 3-6%, und dann werden zum Beispiel die Methanemissionen und andere Sachen noch nicht mitgerechnet. So ist meine Frage, wenn wir und müssen wir wirklich investieren in eine Technologie, wo die CO2-Einsparungen kaum niedriger sind und wo die NOx-Emissionen höher sind als beim Diesel-LKW. Also würde ich vorschlagen, dass wir das nicht machen, und jeder Euro, den wir in LNG investieren, ist ein Euro, den wir nicht zum Beispiel in Null-Emissionsfahrzeugen oder Infrastruktur für Null-Emissionsfahrzeugen investieren. Synthetische Kraftstoffe, wir haben das untersucht, um zum Beispiel in Deutschland in 2050 alle LKWs ab 16 Tonnen mit synthetischen Kraftstoffen anzutreiben, brauchen wir mehr als 300 Terawattuhr an Elektrizität. Um das ganz konkret zu machen, in 2016 in Deutschland betrug die ganze Stromproduktion 650 Terawattuhr, also fast die Hälfte. Und das muss dann alles aus erneuerbarer Energie kommen, um diese LKWs mit synthetischen Kraftstoffen anzutreiben. Also das ist keine Lösung. Dann noch ganz schnell, also was kann man hier machen auf Nationalebene, um dann wirklich Elektromobilität, um das zu unterstützen? Das ist die Ladeinfrastruktur. Ja, okay. Ganz schnell dann, dass die Ladeinfrastruktur und auch dafür sorgen, zum Beispiel, dass auch die Infrastruktur, dass wir da gewährleisten, dass die Infrastruktur für zum Beispiel PKWs und LKWs, dass die beide Fahrzeuge das benutzen können. Da wird jetzt noch nicht drüber nachgedacht, und das muss man auf jeden Fall machen. Danke. So, danke schön. Eine letzte kurze Schlussrunde. Ganz zugespitzte Frage, ganz zugespitzte Antwort. 2 Minuten. Jeder kann ein Schlussstatement bringen, der noch gefragt wird. Frau Weisgerber beginnt, und die Frage geht an Herrn Professor Pflug. Ja, wir haben nämlich jemanden da von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der noch gar nicht befragt wurde. Und wir haben ja jetzt viel über die verschiedenen alternativen Arten auch gesprochen. Es gibt verschiedene Technologien, Elektromobilität, Aerodynamik, LNG, synthetische Kraftstoffe. Bei allem gibt es Vor- und Nachteile. Bei Elektromobilität gibt es auch Nachteile. Können Sie einfach das nochmal kurz darstellen? Ja gut, das wurde ja schon von den Vorrednern sehr oft besprochen, das Thema alternative Kraftstoffe kann überhaupt, wenn es überhaupt ein Ansatz ist, nur irgendeine Zwischentechnologie sein. Es wird so keine Lösung sein. Die Frage, ob das Thema Brennstoffzelle die Zukunftstechnologie beispielsweise für den Fernverkehr ist, die ist ja bisher nicht geklärt. Wir wissen aber, dass dieses Thema sehr stark gepusht wird, dass da sehr viel Energie reingesteckt wird. Wir bekommen, oder die Schweizer bekommen das erste Fahrzeug drüben von Japan. Nikola hat gestern angekündigt, die werden 2022 ein erstes Fahrzeug Sattelzugmaschinen in Europa platzieren. Also da ist sicherlich noch Potenzial. Das andere Thema ist batterieelektrische Antriebe. Batterieelektrische Antriebe, ich glaube nicht, dass da die Fahrzeughersteller den Bottleneck darstellen werden, sondern da werden am Ende die Infrastrukturthemen das Ausschlaggebende sein. Nicht nur, weil es Geld kostet, sondern weil da auch Leistungen abverlangt werden, die nicht so ohne weiteres mit den heutigen Netzen übertragbar sind. Wenn wir so eine Station mit 20 Kilowattstunden da betreiben wollen, das ist das so viel wie 2 Einfamilienhäuser, was da an Strom abverlangt wird für ein Fahrzeug. Und das sind natürlich Größenordnungen, egal wo wir den Strom jetzt mal herkriegen, aber wir müssen ja übertragen den Strom an diese Hubs, wo auch überall diese LKWs dann stehen. Und da steht nicht einer, da stehen dann 50, die nachts geladen werden müssen. Das wird die viel entscheidendere Frage sein, wie schaffen wir diese Infrastruktur? Ich glaube nicht, dass es die Fahrzeugindustrie den Bottleneck darstellen wird, die Fahrzeuge nicht bereitstellen zu können. Das ist eine Frage von ein paar wenigen Jahren, dann ist das Thema für die Fahrzeugindustrie entwicklungstechnisch im Griff.
Dankeschön. Wunderbares Statement in der Zeit. Frau Scheer, bitte. Meine Frage geht an Herrn Kluschke. Da hätte ich noch mal gerne einen Vergleich zwischen der LNG-Technologie und auch und der Wasserstofftechnologie, wie weit Sie da eine Präferenz in Richtung Verkehrswende aussprechen würden, mit allem, was da drum infrastrukturell als auch arbeitsplatzorientiert, als auch ja, natürlich Umweltschutzrelevanz angeht. Ja, also ich würde mich da meinen Vorrednern anschließen. Ich denke auch, dass die LNG-Technologie bestenfalls eine Brückentechnologie bieten kann. Die ist auch nicht komplett CO2-neutral vom Energieträger. Von daher wäre das maximal eine Brückentechnologie, wo sich die Frage stellt, ob sich das Investment bzw. die Marschrichtung da wirklich lohnt, aus meiner Wahrnehmung. Ich denke, technologisch ist nicht sehr herausfordernd. Das heißt, die Infrastruktur müsste zwar aufgebaut werden, aber Gastankstellen sind, denke ich, technologisch keine große Herausforderung. Die Wertschöpfung würde sich wahrscheinlich auch nicht großartig ändern, weil wir weiterhin Verbrennungsmotoren hätten. Also sprich, es wäre, glaube ich, keine sehr großen Veränderungen auf einer Technologieseite. Auf der Brennstoffzelle oder auf dem Wasserstoff hingegen schaffen wir es, eine komplette Dekarbonisierung hinzubekommen. Das heißt, es wäre für mich durchaus eine relevante Option. Allerdings sind wir hier, glaube ich, technologisch noch weiter vorne. Die Frage nach den Leistungen in LKWs ist noch nicht vollständig geklärt. Die ersten Testfahrzeuge sind jetzt in Amerika unterwegs. Es gibt ja schon erste Ankündigungen von Nikola, wie auch erwähnt wurde. Ich denke, das ist ein sehr spannender Bereich. Da sind wir auch technologisch in Deutschland relativ weit vorne. Also nicht nur, was das Produktionsthema angeht, was vorhin angesprochen hatte, was, denke ich, aufgrund der Wertdichten meistens in Europa erfolgen wird. Das heißt, Batterien werden wir nicht in China produzieren und dann per Schiff herverladen, sondern die werden immer lokal produziert. Ich glaube aber, dass wir die wirkliche Wertschöpfung in der Forschung und Entwicklung haben. Und da sind wir halt in der Brennstoffzellentechnologie in Deutschland oder in Europa relativ gut unterwegs und können dementsprechend die Profite hier auch mitnehmen. Und ich glaube, das Thema der Infrastruktur ist tatsächlich beim Wasserstoffantrieb noch ungeklärt. Die Wasserstofftankstellen sehen deutlich anders aus für schwere Lkw als für Pkw, was die Menge an Wasserstoff angeht unter anderem. Von daher denke ich, sollten wir hier einen Fokus drauf legen, die dunklen Flecken noch etwas zu beleuchten und das Thema voranzutreiben, weil das aus meiner Sicht die bessere Option ist, vor allem im Vergleich zu LNG. Dankeschön. Letzte kurze Frage von Herrn Bernhard an Herrn Lüdecke. Ja, selbsternannte Klimaexperten wie Herr Beutin von den Linken haben uns ja gerade vor einem 1/10 Grad CO2-Anstieg gewarnt, was auch immer das sein soll. Malen ja Horrorszenarien von apokalyptischen Entwicklungen an die Wand, wenn wir unser Konsumverhalten nicht ändern. Ja, müssen wir tatsächlich eine unbewohnbare Welt mit Dürren, Sintfluten, Stürmen, Gletscherschmelzen und so weiter befürchten, wenn wir unsere Lebensweise nicht ändern, wenn wir nicht radikal den CO2-Ausstoß verringern? Ist das tatsächlich so oder ist das nicht nur rein ideologische Panikmache? Ja, was Sie da geschildert haben, das ist durchaus möglich, aber hat mit unserem Verhalten nichts zu tun. Das heißt, die nächste Eiszeit wird kommen und dann kann man genau das, was Sie gerade an die Wand malen, das ist eine Frage von ein paar tausend Jahren. Aber ich möchte zu dieser allgemeinen Diskussion, wenn es erlaubt ist, zwei, drei Worte sagen. Warum wird eigentlich die Kernfrage nicht angeschnitten? Hier wird überall, also hier wird diskutiert über ein Spezialgebiet, aber für einen Naturwissenschaftler ist es immer so, dass man sagt, geht man da erstmal auf die Gründe zurück. Und kein Mensch nimmt das wahr. Das ist ja quasi so, als wenn ich hier die Party versauen will oder so. So kommt mir das fast vor. Man sollte wirklich erstmal diskutieren, was ist denn an dieser CO2-Geschichte dran, Nummer eins. Nummer zwei sollte man sich klar machen, ist das verhältnismäßig, was hier passiert, Kohlekraftwerke abzuschalten. Wenn die gesamte Welt das anders macht, wir sind ja nicht allein auf der Welt. Und China, USA, Russland, die machen nicht mit bei der CO2-Vermeidung. Können sie machen, was sie wollen. Das heißt, wollen wir unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand für eine Chimäre aufs Spiel setzen? Das frage ich hier die Runde. Dankeschön, Herr Professor Lüdecke. Ich muss Sie leider darauf hinweisen, dass eine Anhörung immer eine Grundlage hat. Und die heutige Anhörung hat zur Grundlage den Vorschlag der EU zu den CO2-Emissionsnormen. Deshalb befassen wir uns heute damit. Die anderen Fragen sind natürlich auch sehr relevant. Herr Köhler, bitte. Das ist halt interessant. Ja, vielen Dank. Herr Reichert, ich hätte tatsächlich eine Frage, also eine kurz scherzhaft gemeinte Frage, die Glaskugel, die Ihre Kolleginnen dabei haben, die jetzt ins Jahre 2050 geschaut haben. Haben Sie die für mich? Könnten Sie mir die mitbringen? Erster Teil der Frage. Zweiter Teil der Frage wäre die Frage danach,
Sind Sie der Meinung, Politik sollte entscheiden und Politik sollte die Möglichkeiten voraussetzen, welche Technologien eingesetzt werden und welche Technologien nicht eingesetzt werden? Denken Sie, das ist eine Entscheidung, die politisch getroffen werden sollte? Zu Ihrer ersten Frage, nein. Die habe ich natürlich auch nicht, die Glaskugel. Und zu Ihrer zweiten Frage, Politik sollte klare Rahmenbedingungen setzen, aus ordnungspolitischer Sicht. Klare Spielregeln, aber sie sollte nicht in den Spielverlauf dann eingreifen. Die Politik kann nicht entscheiden, welche Technologien für den Markt wann in einigen Jahren relevant sind, kann auch nicht vorhersehen, was die Forschung und Entwicklung alles bringt. Ich bin auch kein Techniker, von daher bin ich da immer tief beeindruckt, was passiert und auch manchmal mit welcher Geschwindigkeit Dinge passieren oder auch wie lange manches braucht. Was Politik aber machen sollte, ist tatsächlich den Rahmen klar setzen und da klare Anreize setzen und das auch für die Akteure, also in dem Fall auch für Hersteller, für die Spediteure, die die LKWs kaufen und so weiter, klare Signale verlässlich für die Zukunft setzen mit einer Planungssicherheit. Und da wäre zum Beispiel der Emissionshandel so ein System angelegt auf nicht nur die nächsten 2-3 Jahre, sondern auf einen längeren Zeitraum, der so einen Rahmen bilden kann. Dankeschön. Und Herr Beuthy, nochmal an Herrn Rieger. Ja, vielen Dank. Also angesichts solcher verheerenden Pläne wie dem Bundesverkehrswegeplan 2030, welche weiteren Maßnahmen für den Verkehrssektor müsste man eigentlich ergreifen, um die Ziele einzuhalten? Und damit dann verbunden, welche zusätzlichen Maßnahmen zu diesen Verordnungen wären notwendig? Naja, ganz grundsätzlich müssen wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wie wir auch Verkehr vermeiden. Das ist hier heute nicht zur Sprache gekommen, weil es natürlich nicht unmittelbar mit dieser Verordnung zu tun hat. Aber solange Verkehr so billig ist wie heute, macht es eben Sinn, in Asien zu produzieren und das quasi zu Nullkosten dann nach Europa zu transportieren. Also eine Rückverlagerung auch von Produktionsstätten macht an der Stelle Sinn. Wir werden uns natürlich mit technologischen Entwicklungen wie dem 3D-Druck auseinandersetzen müssen, wo sozusagen auch vor Ort und just in time die Teile, Ersatzteile und so weiter, die für eine Produktion nötig sind, dann hergestellt werden und unter Umständen eben gar nicht mehr über so weite Strecken transportiert werden wie heute. Dort, wo transportiert werden muss, gilt nach wie vor das Gebot der Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger, sprich Bahn und auch Binnenschiff, wenn die ihr Abgasproblem in den Griff kriegen. Und ansonsten haben wir an konkreten Instrumenten natürlich sozusagen alles aufzubieten, was die Wirtschaftlichkeit alternativer, also Zero-Emission-Antriebe, deutlich erhöht. Ich hatte die Subvention von Diesel angesprochen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass wir die Energiebesteuerung auf Kraftstoffe in einer Art und Weise verändern, die natürlich die Kraftstoffe bevorzugt oder bevorteilt, die umwelt- oder klimafreundlicher sind. Das ist heute nicht der Fall. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir darüber hinaus Anreize setzen, indem wir beispielsweise bei der Differenzierung der Mautsätze eben auch jetzt im Zuge der Eurovignetten-Novelle, die ansteht, sozusagen stärker noch solche Faktoren mit einbeziehen. Und das sind dann natürlich alles Voraussetzungen dafür, dass wir auch nochmal ganz klar sagen, welche Infrastruktur wollen wir uns, welche brauchen wir, in welchem Umfang und die dann hinzustellen und damit heute anzufangen, um da auch Planungssicherheit zu schaffen. Das wäre so das Setting, das ich da sehe. Dankeschön. Und die letzte Frage für heute kommt in aller Kürze von Herrn Zickenheimer an Herrn Dr. Mock. Ja, Herr Rieger hat ja die Bremswirkung schon dargelegt, die Bundesregierung in Brüssel im hier diskutierten Bereich ausübt. Da interessiert ja neben den Emissionseffekten tatsächlich und dem Klimastress, der die Folge davon sein wird, tatsächlich auch die wirtschaftliche Größe des Schadensumfangs neben den drohenden Strafzahlungen. Deshalb meine Frage an Sie, Herr Dr. Mock. Sie erläuterten ja, dass China den Busmarkt quasi schon übernommen hat in dem Segment der sauberen Busse.
Kann das Volumen an Arbeitsplätzen oder Marktumfang oder die Wertschöpfungsdimension abgeschätzt werden, die wir nun drohen zu verlieren, wenn wir einen Anschluss nach dem Bussegment auch in den restlichen Schwerlasttransportsegmenten verlieren, ähnlich wie wir es ja vor einiger Zeit im Pkw-Entwicklungsbereich sehen mussten, wo die Bundesregierung oder das Verkehrsministerium unsere ureigene innovative Schlüsselindustrie letztendlich ausgebremst hat. Also wie viel machen wir uns kaputt dadurch, dass wir auf der Bremse stehen bei den Emissionswerten? Um es vorweg zu sagen, ich kann Ihnen keine konkrete Zahlen nennen, dafür wäre ich der Falsche hier, aber grundsätzlich kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass ich da eine große Gefahr sehe, dass wenn wir nicht schnell genug agieren und nicht proaktiv agieren, uns Arbeitsplätze massiv hier in Europa und vor allem auch in Deutschland wegfallen werden. Der Busmarkt ist ein eindrückliches Beispiel, finde ich, was Elektromobilität angeht, aber bei den Pkw ist China im Moment auch sehr schnell unterwegs und das hat nicht immer umweltpolitische Gründe, sondern da stecken auch handfeste wirtschaftliche Gründe dahinter. Ist letztlich egal, es geht darum, dass uns eine Schlüsselindustrie droht wegzubrechen, wenn wir nicht proaktiv uns umstellen und die entsprechenden Anreize setzen. Was ich sehr beeindruckend finde hier in der Runde ist, dass wir uns als Sachverständige, bis auf eine Ausnahme, finde ich, verhältnismäßig einig sind. Wir sagen, dass technologisch Potenzial besteht, sowohl bei den Verbrennungsmotoren als auch bei den elektrischen Antrieben. Wir sagen auch, es braucht sonstige Maßnahmen, Verlagerungen auf Schiene so weit wie möglich, den Rebound-Effekt in den Griff bekommen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und wichtig finde ich festzuhalten, dass wir auf nationaler Ebene die beschlossene Regulierung in Europa nicht sabotieren sollten, sondern wir sollten jetzt alles dran setzen, sie möglichst zu flankieren, zu unterstützen und hoffentlich demnächst dann noch einen Schritt weiter zu gehen, damit wir eben solche Schlüsselindustrien bei uns halten können. Ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der heutigen Anhörung angelangt. Die Statements waren wie erwartet heterogen, von alles viel zu ambitioniert bis reicht alles nicht. Aber ich freue mich, dass gerade die letzte Antwort noch mal hervorgehoben hat, dass wir uns ja im Grundsatz weitgehend einig sind. Das heißt, die Bewertung des Vorschlags des Europäischen Parlaments und des Rates, die wird auch unter uns Abgeordneten noch einer gewissen Bearbeitung bedürfen, bis wir uns vielleicht da annähern. Aber dass wir Emissionsnormen brauchen und dass wir CO2-Einsparungen auch im Verkehrssektor massiv brauchen, das ist doch weitgehend Einigkeit hier. Schön, dass Sie das jetzt zum Schluss noch mal festgestellt haben. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie uns Ihren Sachverstand und Ihre Zeit heute zur Verfügung gestellt haben. Sowas ist nicht selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank dafür und einen guten Nachhauseweg und meinen Abgeordnetenkolleginnen und Kollegen weiterhin einen guten parlamentarischen Tag.